Ja, okay, ich glaube, ich bin live. Hallo und willkommen zum heutigen Livestream. Heute gibt es einen Livestream, in dem ich heute ausschließlich Fallenstaller und Hinterwäldler spiele. Ich spiele also heute nur Killer. So, und ich sehe schon im Chat, Lukas hat Heyo geschrieben, Amir, hi, Weeper, hi. Princess schreibt, endlich bin ich von Anfang an dabei und bin sogar überpünktlich. Hallöchen. Rayla schreibt, hallo zusammen. So, Moritz freut sich schon. Lord schreibt, hallo. Hallo an euch. Reden, ne? Wenn man zu schnell redet und sich die Zunge überschlägt, ne? Hallo an euch alle. Schön, dass ihr alle da seid zum heutigen Killer-Stream. Ja, genau. Heute gibt es Killer-Gameplay und zwar vom lieben Feinsteller und auch vom lieben Hinterwäldler, ne? Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hatte. Ich hatte, ich glaube, im letzten Stream das schon so ein bisschen angeteased auf Nachfrage. Ein Vorbereitungskiller und ein sehr schneller Killer. So, ich werde mit dem Feinsteller starten, zwei Ründchen mit dem Feinsteller spielen und danach zwei Ründchen mit dem Hinterwäldler spielen. Ich werde also so immer abwechselnd die beiden Killer spielen. Ich habe wieder, wie immer, zwei hübsche Addon-Übersichten erstellt. Die werde ich euch mal ganz kurz zeigen, wenn ich den Klick finde. Dort. Okay, genau. Einmal habe ich eine Addon-Übersicht für den Hinterwäldler erstellt. Der hat ja eine komplette Addon-Änderung bekommen mit seiner Kraftänderung, ne? Dass die Kettensäge sozusagen, ach, ihr wisst schon, wir reden manchmal, ne? Mit seiner Änderung, als die Kettensäge überhitzt, wurden auch alle seine Addons überarbeitet, ne? Und dafür ist sozusagen diese Addon-Übersicht da, ne? Da sind alle Addons aufgelistet, von reduziert die Zeitstrafe, wenn du gegen ein Objekt mit der Kettensäge prallst, bis hin zu die Kettensäge ist außerhalb deines Terrorradius nicht zu hören, oder Paletten oder zerstörbare Wände halten deinen Kettensägensprint nicht auf, aber du ziehst 5 Sekunden nach einer Zerstörung nur einen Gesundheitsstatus ab, ne? Also reichlich neue Addons. Mal sehen, wie wir uns damit schlagen werden. So eine Übersicht gibt es auch für den Hinterwäldler. Es tut mir leid, ich bin gerade ein bisschen durcheinander. So eine Übersicht gibt es auch für den Fallensteller. Da gibt es Fallensäcke, dass man mehr Fallen tragen kann. Addons, dass man die Fallen schneller aufstellen kann. Es gibt Addons, dass sich alle 30 Sekunden zufällige geschlossene Bärenfallen wieder aufstellen. Also der Fallensteller hat auch viel in petto, ne? Ich werde in diesem Stream heute nur diese beiden Killer spielen. Und einige Addons da mal ausprobieren. So, und ich sehe schon im Chat, haben auch noch ganz viele Leute geschrieben. Hi, Felix schreibt Stalker Boss, Sabel schreibt Hi, Danny schreibt Hey, Lars schreibt Hallo, Moin meine ich. Schön, dass ihr alle da seid. Genau, also, ich fange an mit dem Feinsteller und ich habe mir für den Anfang erstmal ein ganz basic Bild, würde ich mal sagen, überlegt. Ich mache auch direkt bereit. Und zwar aus Pop. Goes the Weasel, korrupte Intervention, Erregung und Kupi. Einfach, ich dachte mir, da sind vielleicht mal ganz coole Perks, auch von dem neuen Trickster ein Perk dabei. Einfach korrupte Intervention, um Generatoren aufzuhalten, Pop, um Generatoren runterzutreten und Erregung und Kupi, um vielleicht so ein bisschen Druck zu machen, wenn Leute unvorsichtig sind, ne? Dazu zwei Addons, einmal, dass ich Fallen schneller auslegen kann und einmal, dass ich mit einer zusätzlichen Bärenfalle starte, aber insgesamt zwei zusätzliche tragen kann, ne? Also ich kann bis zu drei tragen, starte aber mit zwei, ne? So, wie das Ganze läuft, mal sehen. Kai fragt, bis wann geht der Stream? Der Stream geht heute bis 21 Uhr. Außerdem schreibt Kai weiter, muss mich noch auf eine Klausur morgen vorbereiten und wird gern noch vorbeischauen. Oh je, da drücke ich dir die Daumen. Aber dann lern, im Zweifel lern lieber, der Stream bleibt online zum Nachschauen, ne? Genau. So, ich sehe auch weiter. Sejamark schreibt Moin. Kaito schreibt Hey. Johann schreibt Moin. Schön, dass ihr alle da seid. Auch an alle, die ich jetzt vielleicht überlesen habe. Hallo zurück. Cool, dass ihr da seid. Ian fragt, seit wann spielst du schon Dead by Daylight? Seit Release. Also vielleicht kurz nach Release. Also Sommer. Wann, welchem Jahr ist es rausgekommen? Ich weiß gerade nicht mehr, wann es rausgekommen ist. Warte, ich google mal schnell. Dead by Daylight Release Date. So, ja, tatsächlich, war mir erst unsicher, aber Sommer 2016, ne? Genau, da habe ich damit angefangen. Vielleicht so Herbst, so ein bisschen ein, zwei. Wobei, nee, eigentlich schon seit Beginn, ne? Hab alle Killer miterlebt. So, bup. JK fragt, Television Felix wollte nur mal kurz fragen, ob in den nächsten Wochen oder so vielleicht dein 5-Stream geplant ist. Hallo zurück und wir planen die Streams nicht wirklich. Ich habe es aber im Hinterkopf, dass ihr gern mal wieder ein Identity 5-Stream hättet, ne?
Princess fragt, Felix, könntest du vielleicht deine Addon-Übersicht auch mal für die Legion machen? Hab ich schon. Schau mal auf unseren Twitter-Kanal vorbei. Einfach bei uns auf YouTube, auf unseren YouTube-Account gehen und da ist unser Twitter-Kanal-Account verlinkt. Und dort findest du, wenn du ein bisschen scrollst, alle Addon-Übersichten. Da ist auch eine für die Legion dabei. So, Kaito fragt, wie hat man die Maske bekommen? Ist die Legacy? Nee, die ist nicht Legacy, die gibt's im Shop. Das ist von diesem heilige Fäule Feinsteller vom allerersten Halloween-Event gewesen. So, genau. Okay, falls ich jetzt während der Runde nicht ganz so sehr auf den Chat eingehe, dann nehmt mir das bitte nicht krumm. In solchen Runden ist man manchmal einfach zu sehr im Killerspielen drinne. Bei Survivor geht das ein bisschen einfacher, auf den Chat zu achten. Ich versuche auf den Chat ab und zu mal zu schauen, aber nehmt es mir nicht krumm, wenn ich das nicht so gut hinbekomme, ne? Ist doch Triker fragt, was war dein Lieblingskiller in DBD am Anfang? Ganz am Anfang war das der Geist, den fand ich am coolsten. Später dann wurde es sehr schnell der Hinterwäldler. Dann mal die Krankenschwester, beziehungsweise ja, jeder mal jeder Killer und jede Killerin, die mal neu rauskam. Ne? So, okay. So, Landfrag. Jan schreibt, mal sehen, wie die Runde wird. Hoffentlich gut. Ich hoffe auch. So, Sigrid fragt, kannst du mal wieder einen zuschauenden Stream machen? Hab den letzten verpasst. Wird's auch bestimmt mal wieder geben, ne? So, ja, schauen wir mal, wie wir uns schlagen, ne? Ich sehe auch, Mr. Stein hat Hi geschrieben, Atakan hat schreibt Hi, Snowsu schreibt Hiho. Hallo an alle. Schön, dass ihr da seid. So. Okay, Runde geht gleich los. Hab heute noch. Doch, ich habe heute schon ein, zwei Ründchen Killer gespielt. Ich habe mal mit dem neuen Trickster gespielt und ein bisschen was aufgenommen. Also kann ich nicht mal sagen, ich habe heute noch keinen Killer gespielt. Okay, Kubenschacht mit dem lieben Fallensteller. Mal sehen, wie wir uns schlagen. Ich habe zwei Addons dabei. Einmal, dass ich Fallen ein bisschen schneller legen kann. Und außerdem, dass ich mit einer extra Falle starte und bis zu zwei zusätzliche Fallen tragen kann, ne? So, und an dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit nutzen und alle Leute grüßen, die den Stream nachschauen. Genau, ihr habt richtig gehört, der Stream bleibt online zum Nachschauen. Das heißt, wenn ihr irgendwie erst später einsteigt oder noch nicht den oder schon früher los müsst oder so, dann ist das kein Problem, der Stream bleibt online, ihr könnt ihn in Ruhe nachschauen, ne? Und falls ihr ihn jetzt gerade nachschaut, dann viele Grüße an euch. So, als allererstes gehe ich rum und sammle ein paar Fallen auf. Durch korrupte Intervention sind die Generatoren dort unten auch schön verblockt. Ich versuche die Fallen einfach mal an Orte zu legen, wo ich denke, dass sie gut sind. Aber ich muss halt jetzt hier auch in das Gebiet gehen für meine Fallen, ne? Okay, ich bin... Warte mal, da hinten ist jemand, ne? So, eine Seite ein bisschen antäuschen. Ich bin... Das war komisch, eigentlich hätte der mich stunnen sollen. So, was mache ich? Ich sollte den jetzt nicht hier jagen, weil hier sind die drei verblockten Generatoren. Ich sollte mir meine Fallen nehmen und jetzt versuchen, ihn auf diese Seite der Map zu bringen. So, okay, Hallöchen, Jeff. Ja. Jetzt kriege ich den Hit einmal. Dort hinten ist auch jemand. Schade. Ah, ich wollte eigentlich sie so ein bisschen lenken, dass sie in die Falle läuft. Das hat aber leider nicht so gut geklappt. Eigentlich will ich hier niemanden jagen, weil hier die verblockten Generatoren sind. Das bringt mir halt nichts. Andererseits, wenn niemand auf meine Seite geht, dann muss ich halt rüberkommen, ne? Und ich muss auch noch ein paar Fallen sammeln. Okay. Zack, zack. Sie geht nach links. Dann können wir ihr vielleicht den Weg abschneiden. Hab ich dich? So, ist hier der Keller? Wenn ja, wäre schön. Ist er nicht. Okay. Was mache ich mit ihr? Ich nehme sie jetzt mit. Ich bin durch Erregung schneller und kann entsprechend eine größere Strecke zurücklegen. Und versuche jetzt schön mit Kupi an vielen Leuten vorbeizukommen. Von denen ich hoffe, dass sie irgendwie in der Nähe sind. Zack. Die jetzt schön gefährdet werden. Ich schau mal nach hier unten. Da ist niemand. Ich habe halt keine Ahnung, wo die Leute sind, ne? Sind die alle auf der Seite geblieben und niemand ist rübergegangen? Kann ich mir fast nicht vorstellen, ne?
Hallo Jeff. Okay. Hallöchen. Oh, der hat einen Schlüssel in der Hand. Oh Jeff, was tust du dir da nur an? Dir und mir. Naja, mal schauen. Schlüssel mag ich nicht so. Ach, ich hätte es ahnen können. Es ist zu Mäusemelken. Die führen mich aber auch blöd weg von meiner Seite, ne? Ich habe da drüben alle fein gelegt, nicht hier. Okay, Okay, ich nehme nach da an den Haken. Dann schaue ich mal. So, In My Heart fragt, weiß jemand, ob man Home Sweet Home mit Controller spielen kann? Ja, das weiß ich leider nicht. Müsste ich vielleicht mal in Einstellungen gucken. Aber das weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. So, okay. Die Sache ist, die sind jetzt natürlich alle auf der falschen Seite für mich, ne? Ich will eigentlich nicht auf der Seite jagen. Ich will eigentlich auf der Seite sein. Und wenn die jetzt hier da oben die alle ganzen Generatoren machen, ist das natürlich ziemlich bescheiden. Dann hätte ich schön die korrupte Intervention verhauen. Hier läuft ein Jake weg. Ja, Jake, Jake, Jake. Das gibt's doch nicht. Ist der über meine Falle drüber? Ich versuch mal. Nice. Geht doch. Ich wollte gerade sagen, ich versuche ihn mal irgendwie da reinzulenken. Keller ist hier, wunderbar. Und da war tatsächlich noch jemand. Ach, das ist so blöd, ne? Naja, gut. Wir haben es so ein bisschen verhauen, indem wir uns zu sehr auf der anderen Seite aufgehalten haben. Aber ich habe irgendwie nicht so richtig mitbekommen, dass viele Leute hier sind, ne? Die nehme ich kurz mit. Setze sie hier am Fenster neu. Die Person, die dort den Gen gemacht hat, die ist gefährdet. Wenn ich gefährdet wäre, würde ich sowas von über alle Berge, aber irgendwie hätte die Person sich anscheinend sehr versteckt. Die Sache ist, ach, wie halte ich denn das jetzt noch zusammen? Okay, wir haben Jake im Keller. Wir haben dort auch eine Falle direkt. Okay, welche Gens will ich halten? Den, vielleicht den dort unten und den hier vorne? Die Sache ist, als Feinsteller muss man immer so ein bisschen ein Gebiet halten. Und er lässt sich sterben, okay. Hallöchen. Zack. Ich meine, ich habe kontrolliert, aber ich wusste auch, dass der Gendo direkt fertig gemacht wurde. Habe ich dich? Na gut. Die Sache ist, wir müssen es halt jetzt auf diese Seite der Map mitnehmen, das Spiel. Und es hierhin auslagern. Okay, da arbeitet sogar noch jemand dran. Womit rechnen die Leute nicht? Mit einem aggressiven Feinsteller. Kupi. Okay, vielleicht kriege ich sie dort an den Haken, kann nochmal schön mit Pop gegentreten. Das wäre der Plan. Zack. So, der Jeff dachte, er kriegt das alles hin. Aber du warst doch gefährdet, Jeff. So, okay, ich sehe im Chat, Nakitando schreibt Moin, In My Heart schreibt Moin. Schön, dass alle da seid, ne? Dort hinten ist anscheinend auch gearbeitet worden. Hänge ich ihn hier auf und trete hier gegen, ne? So, zack, zack. Ich verstehe jetzt auch nicht, warum der Jake sich hat sterben lassen. Ich meine, die hatten so eine gute Runde. Die haben das Spielfeld halt komplett entgegen meines Plans ausgelagert. Aber, naja, gut, ich nehme es mit, ne? Der Generator geht zurück. Hier oben ist niemand. Okay. Ah, ist eigentlich Quatsch, auf die andere Seite der Map zu gehen, aber ich lasse denen jetzt mal diese Chance. Und suche hier unten. Aber hier unten ist auch niemand, ne? Was soll ich machen? Ich muss meine Gens abgehen, ne? So, die letzte Person hält sich auch anscheinend auch sehr versteckt. Rettet die nicht? Ich meine, ich habe den jetzt allen Raum zum Retten gelassen, ne? Ich bin gefühlt einmal quer auf die andere Seite der Map gelaufen, ne? Ist die vielleicht AFK, oder? Weiß ich, wo die Falltür ist. Okay, na gut, dann sorry, Jeff, und sorry, Yui, dass die Runde dort ganz hinten ist, er. Das ist ein Quentin. Den hatte ich vorhin einfach nicht gesehen. Der hat sich hier die ganze Zeit versteckt und nicht versucht, um sein Team zu retten. Rennspuren? Hä?
Okay, Hallöchen. Zack. Du willst doch bestimmt zur Schrottlaube laufen, Quentin, oder? Eins, zwei. Oh! Ich wusste doch, dass du springen würdest. Ich war nur zwei Sekunden zu früh, nur eine Sekunde zu früh. Das ist eine schöne Sache. Okay, die Runde ging irgendwie recht schnell zu Ende. Habe ich selber nicht so wirklich damit gerechnet. Naja, okay. Mach nochmal die Palette kaputt. So, okay, El Mulito schreibt, Servus, ich hoffe, dass es dir gut geht. Mir geht's gut. Ich hoffe, dass es euch allen gut geht. Und ihr schön entspannt heute den Stream schauen könnt. So, Sensui fragt, ob es, wenn die Lobbyzeiten besser wären, es auch Home-Sweet-Home-Streams geben würde. Naja, könnte schon sein, wenn das halt mit Gruppensuche alles gut funktioniert. Wir müssen es halt mehrfach probieren. Auch mal abends solche Runden da zu suchen, dann können wir im Zweifel knappen Blackpip. Verfolger zu wenig, weil die Leute... Mensch, was ist denn hier mit dem los? Zum Glück habe ich hier Hashtags. Naja, na gut, es könnte irgendwann mal ein Home Sweet Home Stream geben, aber geplant ist noch keiner. So, Science schreibt, vielleicht muss der Jake ja schnell weg. Ja, aber da spielt man noch keine Runde in einem Online-Spiel. Aber ja, kann ja sein, manchmal passieren unvorhergesehene Sachen, ne? So, okay, gut. Die Runde ging irgendwie schneller zu Ende, als ich dachte, ne? Ich werde nur mal euch ganz kurz, aber schön ausführlich, die Addon-Übersicht wieder für den Feinsteller zeigen. So, dort. Da draufklicken. Okay. Genau, wir hatten jetzt eine Runde gespielt mit erhöht die Geschwindigkeit des Fallenlegens. Hatten wir so ein gelbes Addon dabei. Und einfach, du beginnst mit einer zusätzlichen Falle und kannst zwei Fallen mehr tragen. Ne? Das war dieses gelbe Addon. Eigentlich, das sind so Quality of Life Addons. Ne? So zwei Fallen tragen ist eigentlich ein Muss beim Fallensteller so gefühlt. Und schneller Fallenlegen ist einfach was Schönes. Ne? Ich würde jetzt mal Sachen mitnehmen. Zum einen, was nehmen wir denn Schönes mit? Die Bärenfallen sind dunkler. Ist immer cool. Und von einer Bärenfalle verletzte Überlebende leiden unter zerfleischt. Wäre auch nicht schlecht, wenn ich es nicht schaffe, rechtzeitig hinzukommen. Was könnte man noch mitnehmen? Verringert die Chance, dass sich Überlebende selbst aus der Falle befreien. Erhöht die Geschwindigkeit, verlängert die Zeit zum Entschärfen, erhöht die Dauer für Fluchtversuche aus Bärenfallen. Okay, Die Sache ist, am liebsten würde ich in jeder Runde mit einer Falle zusätzlich starten. Aber es wäre vielleicht auch... Ja, eigentlich ist das so ein Feinsteller-Muss, dass man zwei Fallen tragen kann. Ich denke, ich nehme trotzdem den braunen Fallenlegersack und nehme mir dazu noch das Überlebende, die sich selbst aus so einer Falle befreien oder die durch eine Falle verletzt wurden eher, ne, dass die unter zerfleischt leiden. Also dieses grüne Addon, dieses Schnappzang und hier diesen braunen Fallenlegersack. Ja, Feinsteller ohne irgendwie zusätzliche Fallen, die man tragen kann, das ist dann doch irgendwie nicht unbedingt das Schönste, ne? Wo ist es? Da ist einmal das und dazu noch dieser Feinlegersack. Irgendwie die Perk-Kombi ging ziemlich gut auf. Das einzige Problem ist, die Runde war, ja, wir haben Krupi zumindest mal zum Einsatz bekommen, ne? Ich würde es aber trotzdem jetzt nochmal rausnehmen. Ich versuche jetzt mal auf ein bisschen einen jägerischen Ansatz zu wählen, indem ich hier brutale Stärke mitnehme. Dann würde ich noch Verblüffen mitnehmen, das ist ganz hinten. Und dann würde ich vielleicht statt Pop... Man braucht halt irgendwie am Anfang Zeit und dann braucht man immer noch was in der Mitte, ne? Also, eigentlich mag ich die beiden Perks so. Ich denke, damit werden wir reingehen. So, Sehajmak fragt, was hältst du von 2 Killer vs. 8 Überlebende? Auch an den Chat. Ist eine coole Idee. In Death Garden, das ist ja auch von Behavior, gab es tatsächlich so einen Modus. Das war so ein bisschen ähnlich wie Dead by Daylight, nur halt mit... Also es war nicht... vom Spielprinzip, es war auch asymmetrisch. Allerdings war einer der Killer und der hatte ein Gewehr und die anderen hatten alle nur Bögen und mussten so Punkte einnehmen. Da gab es aber auch so einen Modus mit so 2 Killern. Das war extrem chaotisch, hat aber sehr viel Spaß gemacht. In Identity 5 gibt es ja auch so einen Modus. 2 Hunter vs. 8 Überlebende, da hat es auch viel Spaß gemacht. Also es geht da eigentlich, man könnte sogar so einen Modus vielleicht überlegen, ob man da nur halbe Punkte gibt oder sowas.
Wobei eigentlich, ich weiß nicht, also so ein Modus würde das bei der, denke ich, nicht schaden. Das wäre vielleicht ganz cool. Problem wäre nur, die Maps sind dafür wahrscheinlich zu klein und manche Killer sind dafür nicht ganz gut gebalanced. Weshalb das Ganze ein bisschen schwierig dann wahrscheinlich umzusetzen ist, ne? Apfelmus fragt, was wären eigentlich die besten Perks für Michael? Ich glaube, für Michael, versuch mal korrupte Intervention, ansteckende Angst, beobachten und zuschlagen. Das sind so gute Perks. Vielleicht noch Ruf einer Krankenschwester dabei. Damit läufst du eigentlich ganz sicher. Also eigentlich, wenn du die lehrbaren Perks der Seuche mal ausprobierst, korrupte Intervention, ansteckende Angst, die sind ganz cool auf Michael. So, Lars schreibt, nimm doch die beiden roten Addons. Na, noch nicht. Vielleicht mache ich das mal, aber mal schauen. So, Timo fragt, darf man auch Perks vorschlagen? Ihr könnt Perks vorschlagen, aber ich werde sie nicht unbedingt. Also, ich behalte es mir vor, ob ich sie dann auch nehme. Wenn ihr vielleicht eine coole Idee habt und sagt, boah, Felix, probier mal das und das aus. Und ich sage, ja, das würde ich gerne mal ausprobieren, dann nehme ich das mit. Wenn ich mir aber denke, ah, eher schwierig, mag ich gerade nicht so, dann werde ich das nicht mitnehmen. Ihr könnt mir aber vielleicht auch Ideen geben, wenn er denkt, okay, das ist so der Perk, den muss man unbedingt auf Killer XYZ mal probieren. Dann könnt ihr mir das gerne mal schreiben und vielleicht probiere ich es auch mal aus. So, ich habe Probleme mit deinem Namen, es tut mir leid. Naketando fragt, darf ich fragen, warum ihr keinen Discord-Server habt? Du meinst so einen Community-Server? Das ist immer so eine Zeitsache, ne? Viele Videos kommen, Kommentare beantworten, dies, das, ne? Da findet man nicht immer so die Zeit. Und wenn wir so einen Discord-Server, Community-Server haben, dann muss der ja auch ordentlich verwaltet werden. Das soll ja dort ein toller Ort dann sein. Und wenn wir da so die Zeitkomponente einfach gerade nicht sehen, dann ist es besser, wir haben keinen als irgendwie einen schlecht verwalteten. Ne? So, sie hat Schmack gefragt, wann kommt der Trickster-Buff? Der kam schon. Der ist schon online. Auf den Live-Servern schon. Mauritz fragt, wenn du einen Perks für die Hexe erfinden könntest, was wäre das für eins? Ich glaube, erfinden ist ein bisschen. Ich weiß nicht, also an sich vielleicht irgendwas, dass Generatoren näher zusammen sind, aber das ist auch Quatsch. Man sollte es nicht als Perk geben. Ich glaube, wenn ich einen Perk empfehlen könnte für die Hexe, dann ist das Triff deine Wahl vom Schwein. Für die Hexe ist das ein sehr cooles Perk, finde ich. Vielleicht nicht unbedingt, man könnte jetzt streiten, ist es das stärkste, schwache oder was weiß ich. Aber es ist auf jeden Fall sehr cool. Man macht nichts falsch, wenn man damit rumläuft. So, Kaito fragt, levelst du gerade jemanden? Ja, ich packe die ganzen Blutpunkte in meinen Trickster. Der ist jetzt auf Prestige 2 Level 17, 16, irgendwie sowas, ne? Der wird auch bald auf Prestige 3 gebracht mit allen Perks. So, Triss schreibt, Feinsteller ist mein Lieblingskiller. Er ist so simpel, ich nutze voll gerne Ruf einer Krankenschwester bei ihm. Kann ich auch mal ausprobieren. Feinsteller ist gar nicht so simpel, man muss die Orte kennen, aber Feinsteller macht schon viel Spaß, ne? So, okay, Pale Rose, ne? Gute Feinsteller wieder. Ich habe zwei Addons mit. Einmal, dass ich eine Falle zusätzlich tragen kann und auch mit einer Falle zusätzlich starte. Und außerdem, dass, wenn Überlebende durch meine Fallen verletzt werden, sie zusätzlich unter dem Statuseffekt zerfleischt leiden. Das heißt, ich kann mit diesen Addons so ein bisschen, ja, zwei Fallen tragen ist einfach was Tolles, ne? Warum das noch nicht Basekit ist, ne? Aber also warum der Feinsteller nicht standardmäßig zwei Fallen hat, ist irgendwie schade. Na komm schon, Falle. Ach, ich hab noch zwei. Wann habe ich denn die zweite aufgesammelt? Okay. Konzentration, Felix, Konzentration. So, Falle gelegt, neue Falle mitgenommen. So, ich bin hier direkt in dem Bereich, in den ich eigentlich nicht gehen sollte. Ich lege einfach mal ein paar Fallen, weil hier in der Nähe diese ganzen verblockten Generatoren sind. Und die muss ich ja eigentlich nicht abgehen und nicht patrouillieren. Der hier hinten allerdings, der klingt weit. Der klingt eigentlich nach zwei Überlebenden, Adam. Wo hast du deine Freunde? Versteckt, gut angetäuscht, mein Lieber. Ah ja, ich habe ja Verblüffen mit. So, das mache ich weg. Brutale Stärke sei Dank. Ah, ich dachte, ich erwische jetzt hier vielleicht den zweiten Reparateur. Die Falle nehme ich mal mit. Zack. So, hier oben habe ich leider noch keine Fallen gelegt. Beziehungsweise dieses Gebäude ist immer gut, wenn man das irgendwie so ein bisschen mit Fallen versieht. Zack. Durch irgendein Fenster und der ist irgendwie weg. Hey, du bist gerade eben über die Falle? Das gibt's doch nicht.
Jetzt endlich! Wollte gerade sagen, das gibt's doch nicht. Oh, ich sollte den eigentlich mir direkt holen. Aber der Bill ist hier so schmackhaft. Zack. Du liegst. So, okay. Und durch und den mitnehmen. Den hänge ich dort ganz hinten in die Ecke. Okay, wir haben erst einen Generator verloren, aber wir haben wenigstens eine Person verletzt. Und Steve hat sich dafür entschieden, mit... Was ist das? Mit kein Jammer zu spielen, Mensch. Okay. So, Mary fragt, wann kommt die neue Kultfilm-Farm? Weißt du, wann das Update kommt? Nein, das weiß ich leider nicht. Ich tue mich da auch ein bisschen schwer, jetzt ein konkretes Datum zu nennen, weil das kann halt immer wieder verschoben werden. Pi mal Daumen, wenn ich raten müsste, dann ist es häufig so gewesen, dass diese neuen Updates meistens 3 Wochen nach dem PDB kommen. Das heißt, wenn du überlegst, ne, der PDB ist diese Woche gestartet, dann etwa noch 2 Wochen, ne? Aber wie gesagt, beim letzten Mal wurde es auch alles verschoben, weil es halt zeitlich nicht so gepasst hat, ne? So, brutale Stärke, zack, zack. Ich bin halt ein krasser Jäger, ne? Okay, verblüffen, zack. Das gibt's doch nicht. Okay, ich wollte gerade sagen, ist die schon wieder an meiner Falle vorbeigelaufen? Haben wir dich. Sehr schön. Okay, aber hey, schon 2 Fallen sind aufgegangen. Eine wurde dahin zwar entschärft, aber immerhin, ne? Die nehme ich mit. Die werde ich jetzt hier nicht legen, weil sie ja noch direkt da ist. Der Generator dort oben geht zurück. Ich werde jetzt zu dem Gen gehen, von dem ich den Adam vorhin weggejagt hatte. Und ich glaube, der war auch schon... Ja, der ist auch recht weit. Zack, zack. Schön schnell gegengetreten. Ich lege mal hier eine Falle. Falls jemand irgendwie dieses Boot dort looben möchte. Okay, die Person dort hat sich entschieden, erst den Gen zu machen. Und danach erst zu retten. Trotzdem gehe ich auf Adam. So, Adam. Der hat hier oben auch eine gute Palette. Ah, der Gen ist wieder schön weit unten. Okay, Adam, du weißt, ich hab verblüffen, ne? Pass bloß auf. Oder hat der... Ne, der hat keinen Flink, ne? Ich verstehe nämlich, warum er nicht hochgelaufen ist. Lauf, lauf, lauf. Ist der gerade wirklich an meiner Falle vorbeigelaufen? Zack. Okay, nee, ist er nicht. Er hat sie lieber entschärfen wollen. War so seine einzige Wahl. Ansonsten wäre er reingerannt. Okay, in dem Moment, in dem er die Palette dort umgeworfen hat, ne, war er eigentlich schon tot. Ich werde ihn jetzt an den Haken hängen, um das Spielfeld so ein bisschen in die Richtung zu verlagern. Zack. Ich werde hier oben auch noch eine Falle stellen. Okay, hier wurde auch dran gearbeitet. Auch schon recht weit, ne? Zack, zack. Ne, hier sollte ich keine Falle legen. Hier sollte ich eine legen. Zack, komm. Ich weiß, dass hier noch eine Person ist. Der Steve, okay, hallöchen. Verblüffen, Fenster ist zu. Er nimmt extra den Bogen, weil er mich gehört hat, wie ich die Falle gelegt habe. Komm mit. So, oh, Keller. Ich habe Schritte gehört. Wahrscheinlich geht jetzt jemand direkt wieder an den Generator. So, zack. Sejamark fragt, was hältst du von... Von den Jägerinnen-Addons, die jetzt überarbeitet wurden. Ich find's gut, dass die schillernde Klinge nicht mehr so heftig ist. Die war wirklich vorher ein bisschen zu krass. Ich fänd's aber cooler, wenn sie die schillernde Klinge... Ich meine, die ist ja jetzt nicht schlecht, sage ich mal, ne? Aber die ist halt so... Ja, du kannst halt nur eine Klinge haben, nur mit einer Klinge rumlaufen, nur eine Klinge werfen. Was halt schon ziemlich schwierig ist. Okay, aber... Ich glaube, ich hätte es irgendwie besser gefunden, wenn sie geändert hätten. Das. Oh, frontal. Und die Dame hat einen Schlüssel in der Hand. Den habe ich gesehen. Ja, wenn sie geändert hätten, dass man vielleicht One-Hit auslöst, wenn man Überlebende in einer Entfernung von, was weiß ich, 20 Metern trifft. Dass das wirklich so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein Skill-Addern wird, ne? Zack. Und ich weiß, dass Kollege hier noch sitzt. Yep. Schön. Dass mich das nicht gestunt hat, ne? Ich guck weg.
und gucke in die Luft. Weil der Adam hinter mir, der hat einen Böller in der Hand. So, du hängst, zack. Und mit diesem Böller kann er sehr, sehr nervig sein. Mir die Leute aus den Händen leuchten. Wieso sehe ich keine weiteren Rennsporen? Hat er sich hier irgendwo versteckt? Nein. Sie lässt sich sterben. Das ist kein gutes Zeichen. Das nehme ich mit. Die Sache ist, ab jetzt spawnt die Falltür. Und wenn sie sich sterben lässt, können das den anderen so ein Zeichen geben. Hey Leute, ich lasse mich jetzt sterben. Runde sieht schwierig für uns aus. Nehmt doch bitte mal die Falltür, ne? Oh, knappe Kiste, mein Lieber. Okay, zack, zack. Die Palette ist weg. Das hat gereicht. Ja, er ist weitergelaufen. Wo er dann... Hat im Nehmen, okay. Und du lickst. Wunderbar. Komm mit. Hier an den Haken. So, und zack. Bist du tot? Ja. Glaube ich, dass die Leute den Schlüssel sich gemopst haben? Wahrscheinlich, ne? Oder sollte ich jetzt Generatoren abgehen? Uff. Warte mal, haben die irgendeinen Falltür-Addon? Ne, haben sie nicht. Haben kein Falltür-Addon gelegt. Ich meine, vielleicht ist es eine Random-Gruppe. Hallo, Bill. Zack, zack. Okay, Bill hat wahrscheinlich ausgewogene Landung. Ja. Nee, hat er nicht. Okay. Warum bist du dann dort hoch auf den Hügel gelaufen? Einmal. Vielleicht sind die wirklich eine Survival-Friends-Gruppe und der Bill wurde gewarnt. Hey, pass bloß auf, dort nicht hin. Der Feinstein hat dort in der Jagd eine Falle gelegt. Aber ich habe ja nur angetäuscht. Hallo, Bill. Vielleicht war es auch nicht so und... Das war nur Zufall gerade eben. Kann ja sein. So, komm mit. Wer lebt noch? Es lebt noch der gebrochene Steve, ne? Naja. So, du kommst hier hoch. Okay. Zack. Steve. Hat Steve einen Schlüssel in der Hand? Oder vielleicht auch eher, was hat er... Nee, Steve hat nichts in der Hand, okay. Zack, brutale Stärke. Ist schon ziemlich cool, so ganz auf Jagd zu gehen. Brutale Stärke ist jetzt vielleicht auch nicht das stärkste Perk. Wie konnte ich den verlieren? Okay. Ich habe den gerade wirklich einfach aus den Augen verloren, ne? So, Hallöchen, Steve. Okay, ab durchs Schilf und durchs Dickicht. Bill tut ihm nicht mal den Gefallen, dass er sich sterben lässt. Hab ich dich? Na gut, da haben wir alle bekommen, ne? Feinsteller. Feinsteller ist ein cooler Keller. Ich weiß nicht, ob meine Addons jetzt groß was geändert haben. Boah, wenn ich Pech habe, kommt der frei, ne? Irgendwie waren in dem Gebiet keine Haken. Los, komm schon, Feinsteller. Flinke Füße. Na los! Oh, okay, es war bestimmt super knapp. Schöne Sache. Der hängt. Damit haben wir alle bekommen. Okay, ja, ich glaube, meine Addons kamen nicht so sehr zum Tragen, bis auf, dass ich halt eine Falle zusätzlich tragen kann. Das ist immer was Tolles. Aber ja. So, Sensfreak schreibt, Schlüssel sind schon böse. Konnte man es nicht machen, dass man auch Animationen und Skillchecks beim Öffnen der Luke bekommt? Ich glaube, es ist eine Änderung für die Schlüssel in Planung. Also die Schlüssel sollen, denke ich, eine Komplettänderung bekommen. Mal sehen, wie das aussieht. Vielleicht ist es dann auch so, dass nur eine Person mit dem Schlüssel entkommen kann. Keine Ahnung. Aber ich denke, Schlüssel werden überarbeitet. Denn in den denn bereits in dem PTB haben Schlüssel eine kleine Änderung erfahren. Und zwar, dass die Falltür nicht mehr 30 Sekunden offen ist, sondern nur noch 10, wenn man den Schlüssel benutzt. Sodass da ein kleineres Zeitfenster ist. Ne? Und da stand auch, ja, das ist nur eine kleine Sache, aber Schlüssel werden nochmal überarbeitet. So, sie hatte tatsächlich einen Schlüssel und verliere im Falle deines Todes nicht den Schlüssel, sondern lieber diesen Zusatz. Heißt in anderen Worten, sie ist gestorben und hat den Schlüssel mitgenommen. In der Map liegt kein zweiter Schlüssel sozusagen und wir hatten unsere Ruhe. Okay, na schön, gute Runde. So, Freyfrey schreibt einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend zurück, schön, dass du da bist. So, soll dir Mary schreibt, du hast mir mega gut geholfen mit deinen Tipps. Dankeschön, freut mich.
coole Sache. So, und ich habe auch gelesen, einige Leute haben schon Hallöchen, Hallo geschrieben. Tut mir leid, falls ich es irgendwie überlesen habe. Ich sehe es auch gerade, Nuklear schreibt, hey, hey zurück. Schön, dass ihr da seid, ne? So, in den Kilo-Runden bin ich manchmal sehr aufs Spiel fixiert und kann da nicht so ganz auf den Chat schauen. Mancho fragt, kannst du Bubas Basement spielen? Ist sehr cool. Eher nicht, weil ich nicht so campen mag. Und heute sind eh nur Feinstelle und Hinterwäldler dran, daher heute nicht. So, Hinterwäldler ist dran, ne? Für den Hinterwäldler haben wir Tüftler mit, Ansteckende Angst, Pop Goes the Weasel und Barbecue und Chili. Ein sehr informationslastiger Bild. Der Bild gibt mir sehr viele Informationen und Pop Goes the Weasel ist mein einziges, was ich dabei habe, um Generatoren aufzuhalten. Dazu das ein Addon, das die Steuerung des Kettensägensprints mir ein bisschen leichter macht und ein zweites, das die Überhitzungsbegrenzung der Kettensäge sozusagen erhöht. Das heißt, meine Kettensäge überhitzt nicht so schnell. So, genau. So, Freiburg schreibt, endlich schaffe ich es mal wieder, einen Stream live anzuschauen. Na, coole Sache. Sejamark fragt, wie kann man am schnellsten Blutpunkte farmen? Am besten mit dem Killer-Perk Barbecue und Chili, wenn du Killer spielst. Und auf Überlebenden-Seite mit den Perks Beweise dich, das ist ein lehrbares Perk von Dwight Fairfield. Und Wir werden ewig leben, das ist ein lehrbares Perk von David King. Ja, wir hatten jetzt immer die Survivor-Streams, ne, weil Freifrag, du hattest ja geschrieben, dass du es endlich mal wieder schaffst, ne, und sonst ja nicht so geschafft hattest. Wir haben jetzt uns so ein bisschen, ja, wir haben jetzt immer die Survivor-Streams immer so eher nachmittags, mittags gemacht, eher nachmittags, ne. Aber weil man da halt irgendwie mehr Runden findet, ne, am Nachmittags, abends, so wie wir es vorher hatten, ist da manchmal echt schwierig, Runden zu finden, ne. So, Soldier schreibt, gucke deine Videos immer beim Schlafen und wenn ich selber DVD spiele. Selber, wenn du selber spielst, ist nicht verwirrend, aber freut mich. Coole Sache. So, Indy fragt, ich wurde heute super oft geflamed wegen irgendeinem Gameplay. Die Survivor sind heute sehr toxisch unterwegs, habe ich das Gefühl. Ui, es tut mir leid, dass du diese Erfahrung heute machen musstest. Ich weiß nicht, ich hatte heute eigentlich nur gute Survivor, bis auf, ich glaube, einer hat ganz viele Hashtags, also wahrscheinlich viele Beleidigungen geschrieben, die aber vom Spiel weggenommen wurden. Naja, manchmal hat man halt auch mal leider solche drinnen, ne? So, Nuklear schreibt, ich bin so schlecht mit dem Hinterwäldler. Tatsächlich war Hinterwäldler auch einer der Killer, wo ich mir dann so wirklich vorgenommen habe, den will ich jetzt lernen, den will ich jetzt können. Dann habe ich ganz viel Hinterwäldler gespielt und es war nicht einfach am Anfang, aber irgendwann hatte ich einen Bogen raus. Und dann habe ich ihn aber irgendwie in der Ecke liegen lassen und naja, jetzt kann ich nicht mehr ganz so gut, ne? Darum, vielleicht im Laufe des Streams sieht man ja eine Entwicklung, ne? So, Anna schreibt, auch nö, ich muss los, was ist es für ein Fluch zurzeit? Ich habe es nicht mehr zu einem Stream oder muss weg, wird aber hoffentlich nicht der letzte gewesen sein, nicht? Nein, das wird nicht der letzte gewesen sein und ja, dann mach's gut, ne? Und falls du jetzt gerade nachschaust, dann viel Spaß beim Nachschauen, ne? So, Freve schreibt, ja, leider merke es ja selbst, wenn ich frei habe, dass man mittags, nachmittags als Survivor schneller eine Lobby findet. Blöd, aber nichts ändern. Ja, das irgendwie, machst du nichts, ne? Das ist halt, ja, schwierig, ne? Ich glaube, mittags, nachmittags geht's vielleicht als Killer dann ein bisschen besser. Wobei, nee, abends geht's als Killer richtig gut, ne? So, okay, Anna schreibt, danke euch allen, mal viel Spaß und bis bald. Ja, schön, dass du da warst, Anna, und dir noch einen schönen Tag, ne? So, Nuklear schreibt, ich spiele Oni und Nurs am liebsten. Das sind auch zwei sehr starke Killer, ne? Okay, Grubenschacht, Hinterwäldler, ne? Wir haben zwei Addons dabei. Einmal, dass wir ein bisschen kontrollierte, mehr Kontrolle über die Säge haben. Also, dass die Kettensäge sich ein bisschen leichter steuern lässt. Und außerdem, dass die Überhitzungsanzeige der Kettensäge erhöht ist. Das heißt, sie überhitzt nicht so schnell. Hallöchen, Twight. Okay, ist hier unten irgendwas? Oh, Twight. Unten ist nichts, ne? So, was machen wir da? Wir gehen den Schweit bis... Okay, und Schweit macht irgendwie rechts hin. Zack, hab ich dich. Und dann holen wir dich. So, auf die Schulter, ab an den Haken, dann geht's weiter. So, und hepp.
Wird ganz hinten. Okay. Ich nehme mir kurz die Zeit. Oh, schade. Ich hau hier schnell Pop drauf. Ich werde Claudette nicht weiterjagen, sondern ich nehme jetzt die Zeit. Und die Säge eher. Ja, hier sind Rennspuren. Wer hat dich gerettet, Dwight? Ah, ich lasse ihn liegen, aber er war halt irgendwie der Einzige, den ich gesehen hatte, ne? Okay, dort hinten hat es geschrien. Ich dachte, ich hätte hier gerade Füße gesehen. Ich habe aber keine Füße gesehen. Ich wollte gerne Füße sehen, aber Füße blieben mir leider verwehrt. Ist dort eine Mütze? Ja. Ich denke... Hier ist niemand, okay. Ja, Claudette geht zum Twilight, super. Aber ich würde gerne den Twilight wieder niederhauen, weil er dort immer noch ist, aber ich bin mal so gnädig, ne? Zack, zack. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier immer noch Leute sind, ne? Warte mal, wo kracht's dort? Okay. Die Claudette will ich gerade nicht jagen. Die hat nämlich eine coole Mütze auf. Und Leute mit coolen Mützen, die mag ich nicht jagen. Oh, ich dachte gerade, ich sehe hier überall Survivor, aber da ist niemand. Naja. Doch, hier ist tatsächlich jemand. Weißt du was, Elodie? Wegen dir kriege ich noch irgendwie hier so Wahnvorstellungen und denke, ich sehe Sachen. Aber da sind auch Sachen, aber du versteckst dich einfach. Okay, hart im Nehmen. Nein, wunderbar. Okay, und der Generator hinten ist soweit. Die kommt schnell anhaken, dann ab mit der Säge dahin. So, zack. Komme ich um die Ecke? Ja, komme ich? Nein, 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 nicht gut. Och, Mann. Und der nächste Generator ist soweit, ne? Welcher der dort, ne? Und Säge los. Ah, aber hey, wenigstens wurde die Palette weggenommen. Oh nein! Mühe nach links und dann wäre der Twilight auch Geschichte, ne? Oh! Boah, Twilight. Ich hätte nicht gedacht, dass mein Trick hier funktioniert. Und du hättest nicht gedacht, dass ich einen Trick mache. Haben wir uns beide erschreckt. So, der kommt nach dort oben. Und dann sehe ich wieder mit Barbecue die Leute. So, zack. Dort ganz hinten ist die Elodie. Ah. Wirf, wirf, wirf. Ah, ich wollte die Palette noch blocken. Ah, ich glaube, es wird mir auf die Füße fallen, dass ich diese Palette dann hab stehen lassen. Du wolltest kein Hart entnehmen. Du liegst. Zack. Komm mit. Oh, Entscheidungsschlag. Okay. Die kam... Oh, die kam vorhin vom Haken. Okay. Sorry, Elodie. Lauf und hab ein glückliches Leben. Geliehene Zeit oder was, Dwight? Oder Sprintboost in meine Arme, hä? Leg dich hin. Ab zur Ruhe. Schlafenszeit. Dort hinten... Dort ganz hinten, auf der anderen Seite der Map ist ein Generator soweit. Ach, das ist der vom Anfang, ne? Der hat zum Glück ein Weilchen gebraucht. Ah, meine Liebe, ne? So knapp. Yep, dadurch kein Flink, okay. Zack. Ich meine, ich gebe den Leuten dann lieber einen Schlag mit. Die Sache ist, als Hinterwäldler, ich glaube, wenn man so Hinterwäldler spielt, ist so... Zum einen muss man die Kettensäge lernen, gut einzusetzen. Das ist so eine Sache, die man erstmal lernen muss. Die zweite Sache, die man unbedingt lernen muss, ist zu unterscheiden oder zu lernen, wann nutze ich die Säge und wann den Hammer. Und nicht sich zu sehr dazu hinreißen zu lassen, immer die Kettensäge zu nutzen. Ne?
dass man wirklich die Säge gezielt einsetzt. Dort hinten kracht irgendwas. Okay, ich werde sie jetzt hinhängen und dann schnell zu dem Generator rauschen. Der so weit war, ne? Never mind, ich rausche zu einem anderen Generator, der so weit ist. Ah, sie hat mich gut veräppelt. Nein, ich habe zu krass die Kurve genommen. Wenn man am Anfang die Maus dreht, dann wirkt sich das darauf aus, wie krass man Kurven nimmt. Und das war ein bisschen zu viel gerade. Einmal, zack. Ja, lieber gebe ich hier die... Die ist da geblieben? Ich glaube, du läufst nicht so, wie ich es dachte, wie du läufst. Ich will sie so loopen, dass sie nicht bei der Schrottlaube rauskommt. Du hast garantiert einen harten Nehmen. Nee, nur lustige Kreise. Okay. Okay, die andere wurde gerettet. Auf die Schulter mit dir. Und dort an den Haken. Ich denke, ich hau hier direkt Pop drauf. Ich glaube, der Generator dort auf der anderen Seite. Ich weiß nicht, ob der noch zu retten ist. Daher hänge ich sie lieber jetzt direkt auf und nutze das Popgröße wie sie lieber hier, ne? Dass der hier schön langsam zurückgeht. Zack. Okay, weiter geht's. Boah, wenn man Billy spielt, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da bin ich immer so ein bisschen unter Strom, ne? Ist alles so schnell, man ist so auf Zack. Ist schön. Zack, zack. Ah. An was bin ich festgehangen? An der Tonne oder an der Wand? Ich glaube an beiden irgendwie. Oh, Feng! Rechts lang, links lang. Hä? Doch hier lang? Ach, sie hat nur angetäuscht, okay. Ja, dachte ich mir. Oh, guter Antäuscher, Feng. Ist jetzt Zeit für die Säge? Dich. Und dorthin sind zwei Leute. Sollen wir gierig sein? Wir haben eine ansteckende Angst nicht ohne Grund mit, ne? Zweit hat Sprintboost, aber ich habe eine Kettensäge. Schade. Ach, Zweit. Das kennen wir doch miteinander voneinander. Funktioniert nicht, wenn ich auf den Boden gucke. Du liegst. Okay, und Feng wurde aufgehoben. Okay, dann bringen wir wenigstens Dwight aus der Runde raus. Und packen dort Pop drauf. So, So, und zack. So, Tim schreibt, der Fallensteller ist cool, aber die Fallen sind zu schwach. Ich weiß nicht, ich finde Fallensteller... Klar, die Fallen sind teilweise sehr zufallsabhängig, wie schnell die Leute manchmal rauskommen. Wobei eigentlich, so schnell kommen sie ja mittlerweile nicht mehr raus. Man muss halt auch Glück haben, dass Leute reinlaufen. Aber wenn jemand reinläuft, das ist eins der tollsten Sachen in ganz Dead by Daylight, ne? Wenn Leute in deine Fallen legen. Oh! Ich bin doch eigentlich in der Palette festgehangen, ne? Eigentlich schade, dass es nicht die noch zerstört hat. Okay, ich sehe mal noch dort ganz unten. Ich glaube zwar irgendwie nicht, dass sie da sind, aber... Also man geht auf Nummer sicher. Nee, sie sind natürlich nicht da, sondern dem Gen. Wie säge ich da lang? Hier rum lang? Autsch. Sind sie auf dem Hügel oder hier unten? Die sind auf dem Hügel drauf und haben mich von oben beobachtet. Hallöchen. Wer rechnet denn damit, dass sie hier einen Sprintboost oder... flink oder ausgewogene Landung hat, ne? Schade. Da hat sie die Kurve wirklich gut genommen. Ah! 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 ich glaube, Elodie und ich, wir hatten beide gleich viel Angst. Sie hatte Angst, dass ich sie treffe und ich hatte Angst, dass ich sie nicht treffe, ne? Aber schön, dass wir am Ende dann doch noch irgendwie zusammen hier zu einem Ergebnis gekommen sind.
Hier wurde schon ein Stück weit dran gearbeitet, ne? Ja, schon ein Stück, ne? Ich habe auch Pop drauf gehauen. An dem Gen sind sie, du das Claudette. Okay, Hallöchen. Och, Mann. Ich habe den Schlag nicht schnell genug hinbekommen. So, ich versuche dort wieder Druck zu machen. Das ist die Feng, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ich weiß, dass Elodie da ist, aber ich will nicht Elodie. Verdammt, hätte ich mal lieber mir die Claudette geholt. Ah, entweder ich ziehe meine Säge durch oder ich sollte es direkt lassen. Okay, ich habe es gerade verhauen, ne? Ich glaube, mindestens Schlag hätte ich schon auf die Feng gehabt. Fangmensch, du spielst hier aber wirklich mit Feuer, ne? Ja, wirf um. Zack, zack. Okay, die machen es nochmal spannend, ne? Okay, Fang spielt echt gut. Ja, dadurch. Und tap. So, na komm. Das gibt's doch nicht. Ich könnte ja Steine zerbeißen. Einmal. Rennspuren irgendwie bei der Schrottlaube, aber was machen die denn da? Wer ist schnell beim Fenster? Egal, weil Feng gar nicht zum Fenster läuft. Hier unten ist keine Palette mehr. Hier unten sind nur noch Fenster. Ja, ich dachte mir, dass du antäuschst. Hab ich dich. Sie haben schon wieder einen Gen so weit, das gibt's doch nicht. Ich glaube, ich habe nicht mal Zeit, die Feng aufzuheben und dann schnell genug da zu sein, ne? Um dort Pop drauf zu hauen, weil die gemeinsam dort reparieren, ne? Gute Überlebende. Ja, den haben sie. Oh, meine Liebe, das war aber sehr, sehr knapp. Hat sie nochmal gut die Kurve gekratzt. Okay. Wie ist sie? Was hat sie denn für ein Zittrig gemacht? Die hat hier einen richtigen Zittrig gemacht. Ich versuche auch Zittriche zu machen. Ich blocke die Palette. Hab ich dich? Da konnte sie nicht mehr ausweichen. Das Gute ist, die Elodie ist auf der anderen Seite der Map. Und beide Tore sind hier bei mir. Da eins und da eins. Heißt, wenn sie es nicht schafft, in Barbecue-Reichweite zu kommen, weiß ich, wo sie ist. Oder sie hat einen Schrank, ne? Kann natürlich auch sein. Das ist keine Elodie, das ist eine Feng. Und wenn ich raten müsste, hat sie innere Kraft und sitzt gerade im Schrank. An dem Tor ist niemand. Es tut mir jetzt leid. Oh, dort hinten habe ich dich gesehen. Da hinten habe ich Füße gesehen und sogar einen Körper dazu. Hallo. Wunderbar. Ach, und es gibt auch noch eine Feng. Stimmt, da sind ja noch drei Leute am Leben. Okay. Wo ansteckende Angst habe ich die ganze Runde lang nicht genutzt. Zack, aber jetzt gewinnst mir die Runde irgendwie, ne? Die beiden hatten sich geheilt, ne? Die waren nicht im Schrank. Die waren einfach irgendwie in der Nähe und haben sich beide geheilt. Ich verstehe. So, zack. Yep, einmal durch. Claudette ist tot. Zweimal durch. Na, wirf um. Zack. Okay. Vor allem auch schön, das einzige Mal die Runde, dass mir auch steckt eine Angst, dass ich es zumindest nutzen kann, ne? Oh, ich weiß nicht, die Feng, die macht manchmal echt verrückte Sachen. Die ist jetzt hier hoch, ne? So, okay, Feng. Was? Ja, danke, dass du stehen bleibst, damit ich auch treffen kann. Ach, schön. Okay. Na gut, haben wir alle bekommen. So, die hänge ich nach dort oben auf den Hügel, damit ich schön die Elodie sehen kann. Ja, ich weiß es. Ich mag es selber nicht, diese vorletzte zu slagen, um alle zu bekommen.
In dem Moment war aber ansteckende Angst und ich habe Barbecue. War halt ein bisschen. Und ich habe es ja nicht ewig in die Länge gezogen. So nur so lange halt, wie es gehen musste, ne? Hallöchen, ich bin schon da. So, okay, komm mit. Silent fragt, weiß jemand, ob ansteckende Angst gut auf dem Uni ist? Ansteckende Angst ist das Perk, was du unbedingt auf dem Uni bekommen solltest. Das ist wirklich das Meister-Perk auf dem Uni. Wenn es ein Perk gibt, was du auf dem Uni bekommen solltest, dann ist es ansteckende Angst. Wenn du dir einen Perk aussuchen müsstest für ein Uni, dann wäre es ansteckende Angst. Ansteckende Angst ist wirklich super gut auf dem Uni. Okay. So, na gut. Da haben wir mal die Leute geholt. Erbarmungsloser Killer. Ja, danke. Okay, schön. Wir haben sogar die Aufgabe geschafft. Na, wunderbar. Viermal schillernd, ne? War echt eine tolle Runde. Gerade als Hinterwäldler, ne? Gut, ich habe meine Säge nicht so oft benutzt, wie ich sie wahrscheinlich hätte benutzen können, wenn ich mehr Kontrolle über meine Säge hätte und mir da mehr zutrauen würde. Aber bin zufrieden, ne? Good game. Die haben gut gespielt. So, okay. Silent schreibt, okay, dann muss ich kurz meine 500.000 Blutpunkte in den Uni stecken. Na, viel Spaß. Oder halt in die Seuche für ansteckende Angst, ne? So, okay, ich zeige euch wieder meine hübsche Erron-Übersicht für den Hinterwälder diesmal. So, zack, zack, zack. Das sind immer ein paar Klicks, die ich machen muss. So, okay, wir hatten gerade eben einmal verbessert die Steuerung der Kettensäge mit diese gelben Schuhe hier. Und außerdem hatten wir erhöht das Erhitzungslimit der Kettensäge mit. Ne? Diese beiden Addons wollte ich einfach mal ausprobieren. Seitdem ich diese Addon-Übersicht erstellt habe, spiele ich mit dem. Also will ich unbedingt dieses Addon testen. Verkleinert die Kollisionszone während des Kettensägensprints. Komme ich da vielleicht besser an Leute ran? Ich will es einfach mal ausprobieren. Vielleicht ist das Addon Quatsch. Und vielleicht reicht da nicht eine Runde, um es zu testen, aber ich will es einfach mal mitnehmen. Daher werde ich das hier mitnehmen. Und außerdem nehme ich mit. Was nehme ich noch mit? Nachdem du von einer Palette getroffen wurdest, kannst du für 30 Sekunden die Kettensäge schneller aufladen. Das hier nehme ich mit. Diese Pillen. Und dieser. Das braune Addon da, ne? So, zack und zack. Ja, okay. Die Addon-Übersicht, ne? Da findet ihr einen Link in der Videobeschreibung. Da findet ihr die auch nochmal, falls ihr euch die irgendwie runterladen wollt oder sonst was. Oder halt auf unserem Twitter-Account, ne? So, diese beiden Addons habe ich mit. Ich werde auch so ein bisschen perk-technisch was anpassen. Ich werde ansteckende Angst rausnehmen, beständig reinnehmen und Zorn des Gespensts werde ich mitnehmen statt Tüftler. Barbecue und Pop behalte ich mal. Ich glaube, das sind so zwei Super-Perks auf dem Hinterwäldler, genauso wie Korrupte Invention und Pop. Zwei Super-Perks sind auf dem Feinsteller. Daher werde ich damit rumlaufen. So, okay, und wir ziehen uns auch nochmal um. Als schöner Sommer-Billy. Nee, abbrechen. Keine Runde ohne Herausforderung, wenn man welche hat. Das ist wichtig. Hake 10 überleben im Kellerfest. Drei boshafte Embleme schillernd. Störe und ergreife. Wir machen die Embleme. Okay. So. Norman schreibt, habe neulich eine Runde mit einem Hinterwäldler gesehen, mit Tüftler und Schalldämpfer. Wurde er zu einem Stealth-Killer. Muss ich mal ausprobieren. Das klingt interessant. Ich meine, wir haben ja die Addons. Und heute wollen wir ja Addons ausprobieren. Ich glaube, ich habe sogar. Ja, ich habe jedes Addon mindestens einmal. Also, das könnten wir vielleicht auch mal ausprobieren. So, dieser Perk-Build auf dem Hinterwäldler ist mein Main-Build auf dem Uni. Was mit dem, den ich gerade habe? Aber da brauchen wir noch ansteckende Angst auf dem Uni, wenn es richtig abgeht. Aber nee, wenn du damit gute Ergebnisse zielst, ist doch schön. So, Lord Darkmind schreibt, hey Felix und Chat, hey zurück, schön, dass du da bist. Sejamark fragt, was ist Kollisionszone? Das ist so, wie ich denke, ich an Sachen abpralle. Also, jedes Objekt hat ja, wenn ich gegen ein Objekt pralle, dann entsteht ja eine Kollision, ne? Man prallt einen Aufprall, ne? Und das reduziert diese Zone. Da komme ich vielleicht an manchen Objekten vorbei, an die ich sonst krachen würde, ne? Kam fragt, was wären überhaupt gute Perks für die Fäuler? Für die Fäuler wäre Barbecue gut, Tüftler gut, alles so, womit du auch schnell Leute aufspüren kannst, so ähnlich wie für einen Hinterwäldler. Natürlich auch sowas wie Ruin und Sterblich, Pop wäre auch gut, ansteckende Angst ist auch nicht schlecht, weil sie ja recht schnell von A nach B kommt. Ja,
Lukas schreibt, Zone des Gespenstes, aber derzeit schwächer geworden, wo man nicht mehr so leicht von Paletten gestunt wird, oder? Daran habe ich jetzt gerade gar nicht so gedacht, ja. Ich weiß nicht, ich wurde heute auch schon ein paar Mal gestunt. Irgendwie ist es nicht so ganz konsistent. Manchmal hat man Runden, wo man gestunt wird. Manchmal ist es komisch und man wird irgendwie nicht so wirklich gestunt, ne? Aber ist irgendwie so, für mich gehört das manchmal, ist manchmal so wie Salz und Pfeffer. Zone des Gespenstes und beständig. Da denke ich manchmal nicht groß nach, aber ich glaube, verblüffen wäre hier vielleicht nochmal das Schlauere gewesen. Nuklear schreibt das vorherige Bild. Ah, okay. Also ansteckende Angst, Tüftler, Barbecue und Pop. Ich glaube, so ähnlich ist meins auch, nur dass ich statt Tüftler mit Beobachten und Zuschlagen auf dem Onigun spiele. So, So, okay, Mutters Behausung. Der gute Hinterwäldler ist wieder dran. Wir haben zwei Addons mit. Ein Addon verringert unsere Kollisionszone. Da kommen wir vielleicht besser um Objekte herum. Und ein zweites Addon hat den Effekt, dass wenn wir von einer Palette gestunt wurden, dann laden wir unsere Kettensäge 30 Sekunden lang schneller auf. Das zusammen mit Beständig und Zorn des Gespenstes könnte ganz cool werden. Niemand da. Die Leute verstecken sich noch. Wenn ich raten müsste, sind sie oben im Haus. Hallöchen, Mac. Ach Mann, ich dachte, die täuscht nur an. Dann hätte ich vielleicht einen Schlag bekommen. Einen Schlag auf die Mac. Naja, hol ich nach. Zack. Oh, du bleibst hier. Oh, Mac. Richtig. Ich meine, gut, wir hätten versuchen können zu sägen, aber so geht's doch auch gut. Und hepp, so Barbecue. Verrat mir, wo mein Pop landen kann. Dort ganz hinten. Nicht dort hinten, hier vorne schon. Zack, zack. Ich meine, mit dem Flipflop dagegen, ne, das scheuert. Ich weiß, dass hier unten, ja, Bill mir entgegengekommen ist. Hab ich dich. Da wurde gerettet. Okay. Wunderbar, da kann ich jetzt auch noch Pop auf seinen Generator hauen. Ach, wie fies. Und zack. Barbecue verrät mir zwei Leute dort, die sich heilen. Eine Person sehe ich nicht. Und Mac ist geheilt. Und, okay, wir sägen mal wieder nach dort. Oh, Mac! Mac hasst gerade ihr Leben. Oder sie hasst mich. Jetzt wären Mutters Helfer aktiv, dass ich meine Kettensäge ein bisschen schneller auflade. Okay, jetzt schaut sich Mac plötzlich viel um, ne? Okay, wunderbar. Zack, zack. Zorn des Gespenstes bereit. So, Mac, nächste Palette, ne? Da beiß ich zurück. Ach, okay. Ich dachte, das Fenster ist offen. Das ganz hinten ist jemand? Ach, es tut mir leid, ne? Hab ich dich. So. Okay, schöne Sache. Das ist jetzt der dritte Haken, den wir machen. Und wir müssten nicht Mac weiterjagen. Win-win. So, hepp. Dort hinten arbeiten, ich wollte gerade sagen, dort hinten arbeiten zwei, da muss ich schnell sein. So schnell war ich dann leider doch nicht. Und durch. Der Gen ist recht weit unten wieder. Dort wurde auch schon gerettet, boah, Leute. Och, Bill. Es tut mir leid, aber du bist der Einzige, den ich hier sehe. Beziehungsweise du kamst mir so ein bisschen entgegengerannt. Ich hau ihn um und dann suche ich den anderen Bill, der hier hinterm Haus rum dimpelt. So, ich lasse ihn liegen, ne? Oh. Hallo, Mac. Hab ich dich? So, okay. Okay.
ScienceWeek schreibt, ich wollte mich mal bedanken für Felix, der uns täglich mit spaßigen und spannenden Runden versorgt, die Mods, die gerne Fragen beantworten und immer aufpassen und jetzt ganz einfach die wunderbare Community, die hier sind alle freundlich und bereit zu helfen. Danke. Freut mich, coole Sache. Danke für das Kompliment. Ich find's auch cool. Die Mods sind klasse, es macht einfach Spaß auch mit euch. Ist einfach eine tolle Zeit, ne? Okay, ich wollte gerade einfach mal testen, wie sehr kann ich abprallen. Hallo, Bill. Zack. Lag der schon? Das gibt's doch nicht. Ihr könnt doch nicht einen Generator machen und euch dann in mein Gesicht sogar. Na gut, es tut mir leid, Bill, ne? Irgendjemand muss ich ja jetzt langsam mal aufhängen. Ich habe dir schon eine Chance gegeben. Ja, ich find's auch voll lieb, ne? Dankeschön, ScienceWeek. Natürlich danke an euch alle, ne? Ist einfach ein Schmaus. Okay. Ich weiß, dass hier hinten jemand ist mit Barbecue, der ums Haus herumgehen wird, um zu retten. Der schon schneller ist, als ich das gedacht habe. Oh! Gefühlt an... Ah, naja. Hätte nicht gedacht, dass ich da abpralle. Yep. Und jetzt schleichen. Die Mac spielt Stealthy, ne? Zack. Okay, das war dein drittes Mal durchs Fenster. Die Mac hier, ne? Die ist hier, die Stealthy Mac. So, Mac, komm schon, bitte stun mich, Mac, stun mich. Mac, verdammt! Hat man einmal zu einem Gespenst mit, ne? Dann werfen die Leute die Paletten zur Sicherheit natürlich auch schlau. Boah, ich habe auch nicht damit gerechnet, Mac, ne? Da hast du uns beiden gerade einen Schrecken eingejagt. Ich würde sie gerne liegen lassen und eigentlich direkt zu dem Gendo säbeln. Ich nehme Mac aber mit. Komm, Mac. Wir schauen mal, wer hier ist. Ist hier auch ein Mac? Ist hier wieder ein Bill in der Ecke? Ich dachte, hier wäre jemand gewesen. Zack. Ich glaube, hier sind sogar Leute. Ich trete gegen. Zack, zack. Entweder sind hier Leute. Da oben ist niemand. Gut, ich habe halt niemanden, aber ich müsste ja eigentlich Leute mit Barbecue gesehen haben, ne? Die müssen doch noch... Ja. Warte mal, hä? Oh! Verdammte Axt. Da wollte ich wieder zu viel. Hab ich dich? Okay, die Builds machen beide Gens. Sehr schön. Okay, was mache ich mit der Mac? Hänge ich nach da. Ich glaube, die andere Mac dort würde in die Struggle-Phase kommen. Okay, die machen weiter Gens. So, wo ist jemand? Dort hinten. Wobel. Wobel. Der wird doch nicht so weit und so schnell weg sein. Verdammter roter Wald. Da war er nochmal schneller weg, als ich dachte. Mac, ich will dich nicht. Die hat Sprintboost, ne? Ja. Ich hab's nur gemacht, falls sie geradeaus rennen möchte. Ich will eigentlich die Person... Ist ja eigentlich ein Bill, ne? Ich will eigentlich den Bill haben. Nicht den Mac. Wunderbar. Hab ich dich? Es tut mir leid, Mac. Aber ich habe Bill auch nicht gefunden. Der hätte ja auch mal dazwischen treten können. Wetten, Bill ist in irgendeinem Schrank da drin, ne?
Bill. Bill. Nein. Okay. Bill. Nein. Okay. Bill ist bei Mac. Okay. Und dann dreht er sich um und leuchtet mich an. Ich hätte einfach durchziehen müssen, dann wäre er tot gewesen. Okay. Na gut, immerhin kann die Mac jetzt nochmal erleben. Wollte sie jetzt nicht so schnell aus dem Spiel nehmen. Die Sache ist aber, da oben, ach, die werden jetzt bestimmt dort oben alle sein, ne? Und die Gens dort durchziehen. Hallo, Bill. Der täuscht gut an. Man rechnet gar nicht damit, dass die Leute dann auch antäuschen. Zack. Ich habe auch angetäuscht. Sag ja, man rechnet nicht damit, Bill. Hä? Okay, wie kann ich den Bill hier gerade verlieren? Ist der in den Schrank gegangen? Tatsache. Der ist mit schnell und leise einfach in den Schrank gehüpft und weg war er. Okay, ganz schön schön stealthy der Bill hier, ne? So, okay. Und Bill ist tot. Und ganz hinten sehen wir seinen anderen Kollegen. Hier hoch. Ja, wir haben eine Adresse, wohin wir gehen sollten. Ah! Ich habe es nur gemacht, dass Bill auch hier eine Chance hat, dass er Spaß am Spiel hat, ja? Der soll genauso mitfiebern wie ich. Es soll auch für Bill wie eine Art Random-Faktor geben, ne? Ob ich mal das hinbekomme oder nicht, ne? Zack. Schade. Meine Kettensäge ist ein bisschen schneller. Okay, er hat mich wenigstens gestunt. Und durch beständig war mein Stun kürzer. Wenn Bill plötzlich nicht in die Richtung läuft, von der ich denke, dass er in die Richtung läuft, ne? Schlimm, Bill. Hallöchen. Oh! Warum ich meine, ist ja naja, nicht offensichtlich, was der Bill macht, aber warum reagiere ich nicht drauf? So, du kriegst jetzt einen Schinken. Er wartet immer, er guckt immer, was ich mache. Hat er nehmen. Und er hat einen Schlüssel in der Hand! Bill, du bist jetzt Staatsfeind Nummer 1. Zack, zack. Den Schlüssel habe ich gar nicht gesehen. Zack. Schlüssel nicht erlaubt in meiner Lobby. So. Okay, du kommst dahin. Und ab an den Haken. Zack. Mac ist entweder... Also Mac ist sehr schlau. Die versteckt sich, denke ich, immer im Schrank rechtzeitig. Oder sie ist nah. Aber warum sollte sie nah sein? Hier oben ist Mac. Macs letzter Aufenthaltsort. Dort hinten sind die Rennspuren. Und jetzt an den Bäumen vorbei. Und an den Bäumen vorbei. Und an den Bäumen. Und das war knapper. Jetzt mir lieb war. Ja. Das war... Huiuiui, meine Liebe. Okay, du rennst weiter. Ja, ich versuche ein bisschen zu viel von meiner Säge, mit meiner Säge gerade. Ich weiß das. Yep. Und das Fenster ist versperrt. Zack. Manchmal muss man einfach zurücklaufen. Sie war so eine, die hat sich immer an mich rangeklebt, sobald ich meine Säge aufgeladen habe. Dadurch habe ich sie halt nicht so gesehen, ne? So, hepp. Bill ist oben. Ah, Mann! ich hab doch extra Leiter mit, aber gut, da war ich wahrscheinlich zu sehr auf Holzfäller Kurs. Bill ist noch oben. Ich höre dich, Bill. So, hart im Nehmen hattest du. Yep. Puh!
Nein! Oh, ich habe den doch eigentlich niedergeschlagen, ne? Was hatte der denn für ein Glück, ne? Frechheit! Gibt's doch nicht. Na gut, okay. Wir haben wenigstens 3 Leute bekommen, der Bill kann die Geschichte erzählen, ne? Der freut sich auch bloß, dass er noch ein Zuhause für seinen Schlüssel gefunden hat und der nicht im Haken alleine und einsam sein muss, ne? So, okay, was haben wir alles geschafft? Wir haben unser... Was haben wir für ein Emblem machen müssen? Boshaft haben wir geschafft. So, good game. Die Probleme haben gut gespielt. War eine spannende Runde, ne? So, das waren sie. Na gut, ja. Haben gut gespielt, ne? Auch der Bill hier mit hartem Nehmen. Schön. Das hätte ihm nochmal echt den Hintern gerettet, ne? So. Okay. Dann ist wieder der Feinsteller dran, ne? Das war jetzt die zweite Runde Hinterwäldler. Jetzt Feinsteller. Ich dachte, ich hätte vorhin mal gelesen, dass Ruf einer Krankenschwester ganz lustig sei. Ich würde es mal noch kombinieren mit schlampigen Schlachter. Wo bist du? Spannungsstoß, da. Oh, ich will irgendwie korrupte Intervention und Pop nicht rausnehmen. Genauso wie ich beim Hinterwäldler Barbecue und Pop nicht rausnehmen möchte. Feinsteller ist halt so ein Killer. Korrupte Intervention ist so nice auf ihn. Und genauso wie Pop dann. Ich glaube, ich bleibe dabei. Aber ich öffne wieder die Addon-Liste und schauen wir mal, was da an Addons da ist. Vielleicht, nee, ich schaue mir gleich nochmal an. Vielleicht wechsle ich die Perks mal aus, dass er auch mal andere Perks sieht und nicht immer nur die gleichen. Es ist halt nur manchmal, man hat so gute Perks, man hat sich so überlegt, ja, die passen so gut und die dann rauszunehmen ist immer so, ah. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. So, Addons des Feinstellers, ne? Die Liste, die gibt es übrigens auf unserem Twitter-Account oder ihr findet auch einen Link dazu in unserer Videobeschreibung, ne? So, wir hatten jetzt schon mit, dass wir schneller Fallen legen können. Wir hatten immer mehr Fallen mit. Wir hatten schon von einer Bärenfalle verletzte Überlebende leiden unter Blutung. Quatsch, nicht unter Blutung, sondern unter zerfleischt. Ich würde jetzt einfach mal mitnehmen, erhöht die Dauer für Flucht. Wobei, ich nehme jetzt einfach mal mit. Ich nehme eher mit, verlängert die Zeit zum Entschärfen der Bärenfalle. Die brauchen halt länger, um sie zu entschärfen. Warum sollte ich das? Und dann nehme ich noch mit, dass sie alle 30 Sekunden sich zufällig wieder aufstellen. Das heißt, sie nehmen richtig viel Zeit, machen so eine Falle weg und zack, steht sie wieder neu. Nehmen wir das mal mit, ne? In Kombination. Probieren wir einfach mal aus. So, da muss ich klicken, da muss ich klicken. Okay. Das war einmal hier die ölige Schraubenfeder. Verlängert enorm die Zeit zum Entschärfen von Bärenfallen. Und dazu noch hier der schillernde Stein. Alle 30 Sekunden werden die Bären fallen, stellen die sich von alleine wieder auf. Oh. Okay, wir suchen nochmal. So, und ich hatte gesagt, ich will was austauschen. Ich nehme Pop raus. Und da wir schon so auf das gehen. Was nehme ich am liebsten mit? Ich denke, ich nehme Spannungsstoß mit so als Ersatz. Ne? Ich meine, da muss ich nur dran denken, die Leute immer aus Fallen rauszuschlagen. Und dann dürfte das auch vielleicht ganz gut funktionieren. So, den guten Kollegen ziehe ich auch mal ein bisschen um. Dem ist nämlich ein bisschen kalt gerade. So, okay. Sensvik schreibt richtig und vergesst nicht immer schön Wasser trinken. Gut, dass du schreibst, da trinke ich auch direkt einen Schluck. Auch ihr zu Hause, vergesst nicht, Wasser trinken, wichtig. Chris fragt, spielst du heute auch Doc? Heute nicht, heute sind nur Feinsteller und Hinterwäldler dran. Einfach, weil ich mich auf diese beiden Killer besonders konzentrieren möchte heute. Und da gibt es auch so coole Add-on-Übersichten, die ich erstellt habe und will mit diesen beiden Killern ein bisschen ausprobieren. Ne? Ich halte das ganz gerne immer nur auf 2 Killer, wenn ich solche Add-on-Streams mache. Add-on-Streams, ne, solche Killer-Streams halt, ne? Einfach um, dass ich halt möglichst viel ausprobieren kann und man auch viel von diesen Killern sieht und dass vielleicht auch mal Pläne aufgehen, wenn ich mir schmiede, ne? So, Gamer Andrew fragt, ich habe mal eine Frage. Wenn man auf der Legion schlampigen Schlachter mit hat, wirkt sich schlampiger Schlachter auch auf Überlebende aus, die man mit wilder Raserei trifft? Nein, schlampiger Schlachter erfordert einen Grundangriff, das heißt einen ganz normalen Linksklick. Bei deiner Legion funktioniert das leider nicht, weil das im Grunde ein Schlag in der Legion Kraft, ne? Das funktioniert auch nicht auf den Sprungangriff vom Demogorgon, auf die Bodenwelle vom Henker, auf die Axt der Jägerin. Selbst wenn der Oni im Dämonenmodus ist, funktioniert er auch keinen schlampigen Schlachter. Das ist wirklich nur für den ganz normalen Linksklick da. So, Sejamark schlägt, Beste kommt zum Schluss vor. Kann ich mir machen, ja.
Sunday schreibt Hallihallo Felix, hallo zurück. Schön, dass ihr da seid. So, schauen wir mal. Diese vor oben hat auch noch geschrieben, Elfi hatte geschrieben, guten Abend zurück. So, okay, mal sehen, wie wir uns schlagen. Das einzige Problem ist jetzt, dass wir nur eine Falle haben und ihr werdet sehen, das macht das ganze Fallenstellerspielen ein bisschen anstrengender, sage ich mal, weil man ja deutlich langsamer ist. Ne? Man muss die Fallen immer wieder suchen, auflegen, ne? Und kann halt nicht mal zwei mitnehmen. So, aber wir geben unser Bestes. Ne? Die allererste Falle lege ich hier hin. So schön vors Fenster. Rechnen Sie vielleicht damit, kein Problem. Es dauert länger, sie zu entschärfen. Und sie stellt sich ja von alleine wieder auf. So, seht ihr, was ich meine? Ich muss hinlaufen, Falle legen, dann kann ich erst weitergehen und eine neue Falle aufnehmen. Das ist halt alles so zeitintensiv. Ah, wo stelle ich denn da meine vernünftige? Ich dachte, ich hätte gerade eine Kiste gehört. Ah, vielleicht täusche ich mich. Hier hat sich schon komplett random eine Falle aufgestellt. Guter Gedanke, Falle, aber nicht da. Und die entschärfen die Fallen, Frechheit. Ich weiß aber zumindest jetzt, wo sie sind. Ich werde mir aber noch. Ah, nee, die lasse ich dort. Falls am Ende wirklich nur noch die drei Gens übrig sind, sollen die dann auch übrig bleiben. Okay, die Mac läuft da lang. Jep, dachte ich mir. Zack, zack. Feinsteller, ne? So ein krasser Gummistiefel, den er da anhat. Okay, die Leute entschärfen meine Fallen. Aber das ist kein Problem, weil dann denken sie vielleicht, dass sie sicher sind. Wissen aber nicht, dass die Fallen sich auch von alleine wieder neu aufstellen. Schade. Sie hüpft nicht durchs Fenster. Oh, wäre jetzt die Falle aufgegangen, es wäre ein Träumchen gewesen. Leider haben wir gar nicht so viele Fallen gelegt, ne? Die führt mich jetzt auf die andere Seite der Map. Damit noch weniger Fallen sind. Wo ich überhaupt nicht hin möchte. Mac, mach's mir doch nicht so schwer. Bleib hier bitte, ja. Hier ist erlaubt. Oh, hart im Nehmen. Hätte sie das nicht gehabt, ne? Ich glaube, Nia hat die Mac gerade ziemlich gut weggeblockt. Und hier ist auch noch. Hier sind ja alle! Die gesamte Crew vereinigt! Die wollen den Gen, ne? So, Mac. Wir haben es begonnen, das Tänzchen. Wir führen es weiter. Yep. Schaffe ich's, schaffe ich's. Langer Arm. Wunderbar. Spannungsstoß hat nicht getriggert. Kein Gen geht zurück, weil ich natürlich auf der blöden Seite bin. Weil hier natürlich alle Generatoren gerade eben noch geblockt waren, ne? Die Falle dort oben steht wieder. Zack. Vielleicht läuft ja jemand aus Versehen rein. Hallo Nia? Hier läuft niemand aus Versehen rein, ne? In meinen Träumen laufen die Leute aus Versehen in Fallen. In meinen Träumen, aber in Realität. Okay, die läuft in ein schönes Gebiet. Mac wurde gerettet, alles gut. Aber die läuft hier in ein schönes Gebiet. Hier will ich dich haben. Hier habe ich 1, 2 Fallen gelegt. Hier ist schön. Zack. Spannungsstoß hat wieder nichts zurückgesetzt. Darum ist Spannungsstoß auch immer so ein zweischneidiges Schwert, weil man halt sich ja nicht wirklich aussuchen kann, wo die Überlebenden klein gehen. Also man kann es schon versuchen, aber ist halt nicht so gut möglich, ne? Habe ich die Falle hier oben gelegt? Ja, hatte ich. Hatte ich nicht. Die war, hat sich einfach so dahingesetzt. Wie sieht's mit den Gens aus? Hier sind zwei. Ich muss nach dort oben gehen und dort Fallen legen. Dort oben sind nämlich ein paar Gens noch beieinander, die ich da vielleicht verteidigen sollte. Eine Falle hat sich zufälligerweise bei der Schrottlaube gestellt, ne? Zack, zack. Und da wurde auch schon gerettet. Mensch, Leute. Ihr seid schnell. Die Mac. Ich habe noch deinen Hintern gesehen, Mac. Sehr schön. Okay.
wunderbar. Diese zufällige, wäre die ein bisschen weiter vor der Tür, das wäre ideal. Wäre die da zufällig, ne? Aber wollte sie nicht. Freche Falle. Okay, vielleicht kriegt man... Oh, die hält mich jetzt hier an diesen LT-Mauern hin, ne? Da wird entschärft. Okay, das ist gut. Die brauchen dafür nur Zeit. Zack. Wunderbar. Schön, wenn Pläne aufgehen. Ich schlag sie nieder, aber Spannungsstoß, ne? Sie ist halt auch wieder am Hintern der Map gestorben. Halt, ich glaube, ich werde dann wirklich bei Pop und Corrupt Intervention vielleicht bleiben. So. Ich sehe im Chat, bitte nicht spammen, ansonsten müsst ihr gebannt werden, ne? Also, da bitte nicht uns irgendwie herausfordern, ne? So, hier mache ich kaputt. Den Schlag haben wir wenigstens drauf. Ich weiß nicht, ich trete nicht gegen. So schlecht sieht es halt noch gar nicht. Okay. Schlampiger Schlachter und Ruf einer Krankenschwester erfüllen hier gerade ihren Job. Das gibt's doch nicht! Verdammte selbstaufstellende Fallen! Oh, das hat mir jetzt vielleicht so ein bisschen das Genick gebrochen. Das war zumindest sehr bitter. Mit hinten haben wir Jun. Und dort oben wird geheilt. Schrottlaubenpalette ist nicht mehr. Hab ich dich? Spannungsstoß ist getriggert. Wer soll denn auch in so eine zufällig gestellte Random-Falle reintreten, ne? Niemand! Ja. Ich dachte, ich krieg den Hit noch. Okay. Und der nächste Gen durch. Ja, und das war der... Sie ist gerage-quittet, okay. Weil sie tot wäre am Haken. Es tut mir leid, Mac. Ich habe euch halt gesehen mit schlampigen Schlachter. Eins. Okay, ich folge einfach mal der Kolonne. Mit Kolonne meine ich Jeff. Ruf um. Hä, sie hat mich nicht geblendet bekommen. Okay. Gut. Hab ich dich? So, auf die Schulter und auf in den Haken. Hier direkt hin. Okay, ich meine, dadurch, dass die Mac jetzt gedisconnected ist, habe ich natürlich jetzt ein deutlich einfacheres Spiel. Die anderen nutzen die Zeit und heilen sich. Komm schon, ruf einer Krankenschwester. Bring mich weiter. Okay, die hat Befreiung. Okay, und dort oben sind die anderen. Schlampiger Schlachter, komm schon, komm schon, komm schon. Ich hab doch komm schon gesagt, schlampiger Schlachter. Hab ich dich? Spannungsstoß ist wieder nicht getriggert. Aber mittlerweile denke ich irgendwie auch nicht, dass es vielleicht triggern wird, wenn ich mir das wünsche. So, okay. Und tap. Zack. Die Falle nehme ich mal mit, weil dadurch, dass die Palette nicht mehr da ist, bringt sie mir da auch nichts mehr. Irgendwie ist auch ziemlich dumm, dass ich mich die ganze Zeit über die Falle bei der Schrottlaube aufrege, aber sie nie neu stelle. Halt, ja gut, ne? So, ich setze hier einfach mal eine sehr offensichtliche Falle hin, aber dadurch, dass die Fallen sich ja selber aufstellen, kann ich das auch mal machen. Komm mit, Falle bei der Schrottlaube. Komm, wir finden einen besseren Ort für dich. Zack. Der geht, der ist nicht wann. Okay. Die Gens sind ziemlich aufgeteilt. Aber gut, wir haben auch eine Gefallen gelegt. So schlecht sieht es gar nicht aus. Hm. Rennspuren, alte Rennspuren. Dort oben wird entschärft bei der Schrottlaube. Oh nein. Ach, Jeff. Ich wollte alle finden, außer dir. Außer dich, mal. Außer dir, außer dich? Ich wollte nicht den Jeff finden. Ah, okay. Valux fragt, schaust du eigentlich... Ah,
warte, hier ist eine Jagd. Schaust du eigentlich auch Umbra auf YouTube? Die spielt ja unmännlich gut Huntress. Ja, also, was heißt schauen? Also, ich habe mal ein paar Videos auch von ihr geschaut, ne? Jägerin ist die echte. habe ich Angst. Und lauf, lauf. Wunderschön. Dort oben kracht's auch irgendwie. So, komm mit mir. Dort an den Haken. Ja, die Sache ist, eigentlich müsste ich den Jeff ja jetzt nieder mitnehmen, ansonsten würde ich jetzt halt auch wieder dieses eben. Diese. Ach Mann! Ich werde den dorthin hängen. Es tut mir leid, Jeff. Ich weiß, du kamst vom Haken, aber ich habe halt nur dich gesehen. Manchmal hat man so viel Pech. Madame ist hier. Wunderschön. Als Fallensteller gibt es nichts Schöneres, als einfach stehen zu bleiben und zuzuschauen, wie der Plan aufgeht. So, okay. Schön, haben wir alle bekommen. Der Fallensteller war erfolgreich, ne? Obwohl ihm kalt war, hat er gut die Leute geplättet. So, ich bin kein Fan davon, nur eine Falle zu haben. Ich glaube, ich werde wirklich häufiger jetzt mit dem Fallen-Addon spielen, dass ich eine extra habe. So. So, schreibt, mich stört immer diese Musik im Hintergrund, wenn ich Killer spiele. Ja, die Überleben müssen ja auch eine Chance haben, vor dir wegzukommen, ne? Aus dem spornt das an. So, okay. Das war mein Überlebenden. Okay. Na gut, ich werde den Chat mal einklappen und. Ich schreibe noch dazu, in welcher Sprache, dass sie da vielleicht weniger Probleme haben. Okay, na gut. So. Das Ronja schreibt, bekommt der Feinstein gleich einen Hotdog-Skin. Mal schauen, was ich hab, ne? So, okay. Was hab ich denn? Hab ich irgendwie. Ja? Ist das hotter? Das wäre also irgendwie so, dass er, weiß ich nicht. Feuer versprüht. Hier, er versprüht Feuer. In dem Outfit. Mit der Waffe. So, jetzt dem Feinsteller richtig warm, ne? Okay, ich zeige euch wieder meine wunderhübsche Addon-Übersicht. Zack, da ist sie. Okay, so, Bildschirmaufnahme. Wir hatten gerade eben mit alle 30 Feinden stellt sich eine zufällig geschlossene Falle, Bärenfalle wieder auf. Das hat man mit. Und außerdem hat man mit, dass die Überlebenden länger gebraucht haben zum Entschärfen. Ne? Sie haben halt viele Fallen auch entschärft und haben dafür Zeit verbraucht. Und die Fallen haben sich dann einfach schön wieder selbst aufgestellt. Das ist ganz cool. Ich würde jetzt mitnehmen, versetzt das gefangene Opfer in den Todesstatus, wenn es sich selbst befreit. Und als zweites Addon, Bärenfallen fügen gefangenen Überlebenden keinen Schaden zu. Das heißt, wenn die Überlebenden in eine Falle laufen und sich selber befreien, dann werden sie in den Todesstatus versetzt. Aber wenn sie von jemand anderen befreit werden, bleiben sie gesund. Es ist zwar eigentlich Quatsch, die Addons miteinander zu kombinieren, aber ist eigentlich ganz lustig. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte auch mal ein Video dazu gemacht, da fand ich das auch recht lustig. Nehmen wir jetzt mal mit, ne? So, also wenn sie von anderen befreit werden, bleiben sie gesund, bekommen keine Verletzungen, aber wenn sie sich selbst befreien, sind sie im Todesstatus. So, ich nehme das Beste kommt zum Schluss mit, das war ja mal überlegt. Und, na komm schon. Und dazu würde ich noch, vor allem ich sag gerade eben noch, ich will eigentlich nicht nur mit einer Falle spielen. Ja, nee, komm für den Spaß, dann machen wir das nochmal, ne? Beobachten, zuschlagen, beständig, glaube ich, nehmen. Ich glaube. Ja, das nehme ich erstmal raus, Spannungsstoß. Du hast mir nicht so viel gebracht, wie ich wollte. Ich nehme ich wieder mein liebes Pop mit. So, und als letztes Perk gehen wir mal auf Unterdrückung, ne? Okay. So, Ronja schreibt, ja, viel besser, danke, der ärmste Evan. Ja, gerne. Ich denke, jetzt ist ihm ordentlich warm. Da muss er nicht mehr erfrieren. So, okay. Tyros schreibt auch richtig hot. Na, wunderbar.
So, Science-Freak schreibt auch, dazu gab es ein DBD-Fragen-Video. Genau, stimmt, ich erinnere. Ja, dazu hat man auch eins gemacht. Ich glaube aber, ich hatte auch mal eine Runde so gespielt damit, aber ich weiß gerade auch nicht mehr alles so genau. Knast fragt Mori. Ah, ich mag eigentlich gerade nicht so Mori mitnehmen. Ich meine, Feinstatter hat nicht so cooles Mori. Ich mag lieber mehr Blutpunkte mitnehmen, denn dann kann ich meinen Twixter hochleveln. Und kann den vielleicht auch mal in den Stream bringen. Wir haben halt einige Kuchen, ne? Daher mag ich gerade nicht Mori mitnehmen. So, Sejamark schreibt Sanjin-Taktiken vielleicht auch. Sanjin-Taktiken finde ich eigentlich ziemlich... Mag ich, also finde ich für mich nicht so gut, weil ich in etwa weiß, wo Paletten stehen, an welchen Strukturen. Das ist für neue Spielende eigentlich ganz cool, dass man so weiß, wo was ist und sich vorbereiten kann, aber ich mag das nicht ganz so. So, Honey schlägt Uneinigkeit oder Tüftler vor. Auf dem Feinsteller weiß ich nicht, ob Tüftler so optimal ist, aber ich glaube, auf dem Hinterwäldler kann ich sowas mal ausprobieren. So. Okay. Ah ja, genau, die Addon-Übersichten, ne, sind auf unserem Twitter-Account oder hier in unserer Videobeschreibung, ne? So, Sensewick schreibt genauso verwirrt wie ich war, als Felix die Farben der Clowns vertauscht hat. Ich glaube, ich mich da nicht sogar selbst veräffelt. Manchmal passieren die komischsten Sachen, ne? So, Queen Dragon schreibt, gucke eigentlich erstmal nach, aber heute bin ich auch live dabei. Na, schöne Sache. Schön, dass du da bist, Queen Dragon. Henry schlägt Ruin vor. Ah, Ruin könnte auf dem Feinsteller ganz okay sein. Aber Feinsteller ist auch nicht so ein Killer, der halt ständig Leute wegjagt, wie zum Beispiel Hinterwäldler. Das ist halt auch so an einem Totem gebunden. Gut, Feinsteller kann das Totem gut verteidigen. Ist eine Überlegung wert. Vielleicht probiere ich da mal sowas aus, ne? Dass zwar nicht immer zwei Perkslots schon weggenommen sind, ne? Aber ist halt so irgendwie, weiß ich nicht, auf manchen Killern hat man halt so seine Lieblingsperks, so manchmal schwierig, sich von denen zu verabschieden. Aber ja, ihr habt schon recht, ich sollte da ein bisschen mehr Varianz reinbringen. Aber danach ist erstmal jetzt wieder Hinterwäldler dran nach der Runde. So, Liam schlägt Map-Opfergabe Ormond vor. Ah, ich mag lieber als Map, als Opfergaben jetzt immer so Blutpunkte mitnehmen. Für mich und für die Leute. Also später dann wahrscheinlich eher für mich. Weil ich damit gut leveln kann, ne? So, Ogobo fragt, was würdest du denn beim Thema Leveln empfehlen? Ein Killer komplett bis Level 50 Prestige 3 oder erst alle auf Level 50 und nicht Prestigen? Gute Frage. Ich glaube, wenn du halt neu anfängst, wäre es gut, einen Killer auf Level 50 zu leveln und alle anderen erstmal auf Level 40. Dass du alle lehrbaren Perks hast und dann suchst du dir einen Killer raus. Also du musst nicht mal prestigen. Du kannst ja die Killer auch auf Level 50 bringen und danach weiter leveln. Aber wenn du vorhast zu prestigen, würde ich dir empfehlen, einmal erstmal auf Level 50, mit dem du ganz gute Perks hast und dann andere Killer leveln und die auf Level 40 leveln, dass du die lehrbaren Perks bekommst und danach prestigst du den, upsie, den Killer, den du gerne magst und das holst du dann bei den anderen Killern auch nach. So würde ich es machen. Okay, Tal der Qual mit unserem heißen Feinsteller. Mal sehen, wie wir uns diesmal schlagen. Wir haben zwei Addons mit. Einmal, dass wenn Überlebende in Fallen laufen und befreit werden von anderen Leuten, dann bleiben sie gesund. Sie bekommen keine Verletzung, kein Nichts. Wenn sie allerdings sich selber befreien, dann kommen sie in den Todesstatus. Die Fallen sind also jetzt eine Bestrafung, wenn man nicht auf sein Team wartet. Mal sehen, ob es aufgeht und mal schauen, ne? So, das Bild ist nur, ich kann halt immer nur eine Falle legen. Oh, der Gen ist schon ein bisschen weit, ne? Zack. Hallo, Ace. Na, wir oben, danke. Zack, zack. Der ist in irgendeine andere Richtung gelaufen. Eins, zwei. Hier ganz unten sind auch noch... Boah, Leute. Lasst ja ein paar Mal krachen, ne? Ach, der Ace will Aufmerksamkeit. Okay, die schenkt man ihm nicht. Wir gehen mal lieber zu den Leuten, die keine Aufmerksamkeit wollen. Die hat ja eine Mähne, ne? Ich jag sie nur kurz weg. Ich sollte mich jetzt nicht dazu hinreißen lassen, irgendwie Leute viel zu jagen. Sondern ich sollte erstmal loslaufen und einfach mal Fallen setzen, ne?
Die werden den Gendot schaffen, vielleicht noch einen zweiten, aber dann ist mein Fallennetz bereit. Okay. Und die entschärft einfach, so eine Freche. Hättest du nicht einfach durch die Palette laufen können? Eiskalt. Aber die Falle, die Palette wird's, okay. Wieso mal will ich nicht die Palette kaputt machen? Komm schon. Zack, zack. Ich sag's wie es ist. Ich habe irgendwie gerade das Gefühl, dass die Runde sehr schwierig werden kann. Werden wird. Wird. Ohne werden. Oh, und ich jag die halt jetzt auch irgendwo, wo gar nicht mal meine Fallen sind. Okay. Ich sollte von der ablassen. Ja. Die machen Gens links und rechts, ne? Nee, hier nicht. Hier eine Falle. So. Die Sache ist, sie haben zwar eine Falle entschärft, aber einige sind schon gestellt. Wie gesagt, wenn sie reinlaufen, sind sie tot. Hep. Hey, die meine ich, die Falle hier entschärft, aber die war wahrscheinlich zu offensichtlich gesetzt. Oh, die war bis eben noch hier. Okay, nee. der Loop ist zu lang, ich mach das falsch. So, Palette weg. Oh, Schrottlaubenspiel. Zu zweit. Wunderbar. Ich zieh dich raus. Wichtig ist jetzt... Oh. Ist hier der Keller? Nee, ne? Boah, hier sind viele, ne? Viele Leute. Zack. Neben mir ist direkt jemand. Zack. Hinter mir ist direkt jemand. Dort ist jemand. Hier ist jemand. Boah, was machst du? Zack. Tauschen. Ach, sie blockt. Okay. Und du läufst da rein. Ja, Feng. Boah, Leute, was ist denn los bei euch? Lasst mich in Ruhe. Lasst mich hier einfach in Ruhe. Ich will Leute einfach nur aufhängen. Hier sind 1000 Leute. Lasst mich. Habt Angst. Da läuft Ace, da läuft Feng. Und da hinten läuft die andere Yui. Ich weiß, dass Feng hier lang ist. Wunderbar. Jetzt habe ich Feng da, wo ich sie haben will. Feng wird jetzt nicht retten. Okay. Ace wird jetzt hinter mir retten. Hart am Nehmen. Yep. Zack. Ich habe irgendwann mal... Ja, ich habe meine Besessenheit mal geschlagen. Zack. Wunderbar. Ich verdiene mir gerade einfach nur meine Zeichen. Oh, kriegt er einen Winkel? Oh, er hat einen Winkel bekommen. Respekt. Hat er gut gemacht. Hätte nicht gedacht, dass er einen Winkel hinbekommt. Vor allem jetzt zig Leute, ne? Oh, und die habe ich noch. Schöne Sache. Okay. Wehe, hier bekommt irgendjemand einen Winkel hin, ne? So. Es hat... der Ace hat's versucht, ne? Ace, der weiß Bescheid, ne? Was mache ich? Ich sollte hier keine Fallen setzen. Nicht in ihrer Nähe. Stehen die überhaupt noch Fallen? Die haben alle Fallen entschärft. Dort hinten sind Rennspuren. Hallöchen. Oh! Okay, na gut. Palette weg. Da wurde schon gerettet. Da unten laufen zwei Leute lang. Ich jag die, die nicht gejagt werden wollen. Ace will gejagt werden. Ach ja, je. Und er läuft zum Baum der Würstchen. Wunderbar. Okay, ich jag Ace gar nicht weiter. Ich laufe lieber in den Traktor rein. Finde ich viel cooler. Ich muss meine Fallen widerlegen.
Die haben so viel Chaos war gerade los. Die nehme ich mit. Das ist halt. Ja, stimmt. Ich hätte die Pfeile auch einfach wieder von alleine aufstellen können. Das vergesse ich manchmal, ne? Der Feinsteller kann ja jetzt sowas Tolles. Ich höre hinter mir Schritte. Zack. Ich schlage anscheinend auch irgendwie dauerhaft meine Besessenheit, ne? Hallöchen. Da muss ich. Das habe ich irgendwie total die Hunde außer Acht gelassen. Hat es funktioniert? Jep, sie ist rausgerannt. Raus ins Freie. Hat er nehmen, sehr schön. Okay, Schrottlaube weg. Die spielen halt wirklich gut, ne? Ein gutes Team. Die Sache ist, manche Jagden kriege ich auch schnell hin, aber die Spiele haben halt auch gutes Teamwork, ne? Das macht sie auch sehr stark gerade. Hallöchen. Hab ich dich? Weiß doch, was du vorhast, Feng. Ich glaube... Okay. Guter Versuch, Ace. Da ist ein Jen. Da ist ein Jen. Und hier oben ist ein Jen. Bye. Okay. Zack. Warte mal, der ist doch noch hier, oder? So alt können die Spuren noch gar nicht sein. Ich stelle hier mal eine Falle, falls man hier den Baum loopen möchte und nicht damit rechnet. Und nehme die Falle dort mit. Dort ist schon wieder die nächste. Mit ihrem, mit ihrer lilanen Frisur sehe ich sie da zum Glück ganz gut. Stelle hier eine Falle hin. Yep, dachte ich mir. Oh, ich habe Feng geschlagen. Ich habe nicht mal ein Zeichen dafür bekommen. Frechheit. Der hat natürlich auch gesehen, wie ich die Falle dort lege. So, zum Glück ist das nicht meine Besessenheit. Ja, das dachte ich mir schon. Oh, die Runde haben sie wirklich gut gespielt. Aber hey, gegen ein gutes Team zu verlieren, ist gar nicht schlimm. Ne? Gerade als Fallensteller gibt es auch mal Runden. Da läuft es einfach nicht. Da sind die Fallen nicht optimal gesetzt. Die Leute sehen es, die Leute sprechen. Hättest du nicht hart im Nehmen gehabt, meine Liebste. Meine Liebe, meine ich. Hätte sie nicht hart im Nehmen gehabt. Nee, was würde ich sagen? Eins, zwei... Okay, sie wäre fast gesprungen. Ui. Angetäuscht. Respekt. Hat die wirklich gut gemacht. Wieder angetäuscht. Habe ich dich. Okay. Gutes Team. Da hinten läuft Ace, der läuft auch direkt wieder weg. Okay, was mache ich jetzt am schlauesten? Die Sache ist, die retten halt auch alle sehr schnell. Das heißt, ich kann nicht mal jetzt groß weggehen. Oh, die dort oben, die will ich gar nicht jagen. Das Tor schon auf 99. Nee, hat sie noch nicht. Die wird auch nicht retten gehen. Ja, da ist nämlich schon jemand. Zack. Sechstes Zeichen. Hier oben lang. Feng. Ah, ich weiß nicht, ob ich den Schlag hätte bekommen hätte. Ich glaub's aber nicht. Siebtes Zeichen. Oh, sie hatte unbeugsam. Mir ist egal, Ace. Ich schlag auch dich. Da kommt die Feng nicht durch. Okay. Dich schlage ich nicht, Besessenheit. Oh, es wäre so schön, wenn irgendjemand mal aus Versehen in meine Fallen reinkommen würde, ne? Aber die dort oben wurden beide auch schon entschärft, verdammt! Sache ist, meine Besessenheit, die darf ich jetzt nicht schlagen. Das ist verboten. Hart im Nehmen. Yep. Hab ich dich. Okay, und du kommst mit. Puh, kein Ace. Die kommt jetzt runter in den Keller. Die Leute wollen sie befreien. Hier läuft direkt die eine hinter mir her. Traut sich aber nicht den ganzen Weg runter. Zack.
Okay, meine Lieben. Hier setze ich einer hin. Und die hier setze ich zurück. Heißt, ihr habt einen Weg. Ich mach's euch schwer. Ist ja vernünftig, ne? Was soll ich tun? Da wurde gerettet, okay. Mit geliehener Zeit wahrscheinlich auch. Hart im Nehmen, super. Ab in die Falle. Bleib liegen. Durch hart im Nehmen war sie jetzt... Ich hätte sie rausziehen sollen, ne? Ist jetzt diese Falle mal neu. Ist noch nicht vorbei, Fang. Die kann ich leider auch noch nicht aufheben, die Fang. Wegen Endgame und so. Ich glaube, dass irgendwie... Ich habe irgendwie das Gefühl, ja... dass hier die Kavallerie kommt. Da ist auch der Ace, ne? Zack! Stehe ich auf der Seite auf. Ace ist da und Ace ist verletzt. Hier ist die Yui. Zack. Jetzt kommt Ace an. Nee. Ace ist zu seinem Tor gelaufen. Okay. Ja, Fang ist leider tot, ne? Wir mussten das jetzt halt irgendwie versuchen, ne? Eins, zwei. Kommt ihr nochmal raus? Oder seht ihr mich? Okay, na schön. Hart im Nehmen, gut gezündet. Hau auch du ab. Okay, gut, wir haben eine Person bekommen. Überlebende haben wirklich super gespielt. Ich glaube, wir haben trotzdem ja, so gut gegengehalten, wie es halt ging. Aber ich nehme beim nächsten Mal wieder mehr Fallen tragen mit. Ne? Das ist mir jetzt wirklich auf die Füße auch gefallen, weil ich halt ständig Fallen gesehen habe, die ich nicht mitnehmen konnte. Ne? Das ist halt das Blöde. Beim Feinsteller kann man halt nicht so viele verschiedene Varianzen mitnehmen. Weil dieses mehr Fallen tragen halt schon sehr wichtig ist, ne? So, good game, well played, meine Lieben. Haben wirklich gut gespielt, war eine schöne Runde, war auch sehr spannend, fand ich. Gerade zum Ende hin, ob sie es noch irgendwie rausschaffen. Gute Überlebende, ne? Wer ist gestorben? Die Fang. Nee, irgendjemand hatte unbeugsam, ne? Das hatte mich ziemlich überrascht, ne? So, Frey schreibt, da sah man aber auch, wie stark das Beste kommt zum Schluss sein kann. Naja, ich hab's halt selber verhauen. Das Beste kommt zum Schluss ist schon sehr, sehr stark. Aber ich hab's halt die Runde leider verhauen, gut einzusetzen, ne? Kommt jetzt eigentlich noch eine Runde Feinsteller oder noch eine Runde Hinterwäldler? Ich glaube jetzt Feinsteller noch eine Runde dran, ne? So, Hinterwäldler ist dran. Ich bin gerade am Überlegen. Ist Hinterwäldler dran? Stimmt, ich glaube Hinterwäldler ist dran. Boah, ich bin jetzt gerade wirklich durcheinander. Ist jetzt Hinterwäldler oder Feinsteller? Ich glaube Hinterwäldler, oder? Na ja, gut, ich zeige euch jetzt einfach die Addon-Übersicht für den Hinterwäldler. Wir spielen jetzt Hinterwäldler, ne? So, okay. Beim Hinterwäldler hatte ich jetzt schon mit verkleinerte Kollisionszone. Verbesserte Steuerung. Erhöhtes Überhitzungslimit. Reduzierte Überhitzung. Nee, Quatsch. Erhöhte Aufladezeit nach einem Palettenstun. Ich glaube, ich würde jetzt mal auf Stealth gehen. 2 Sekunden, nachdem du deinen Kettensägensprint gestartet hast, wirst du unentdeckbar, bis der Sprint endet. Unentdeckbar, ne? Wenn ich den Sprint starte und außerdem die Kettensäge ist außerhalb meines Terrorradios nicht zu hören. Das Addon macht mich komplett still und das Addon sorgt dafür, dass meine Kettensäge auch komplett still ist, ne? Ich glaube, in Kombination könnte es ganz lustig sein. So, Bildschirmaufnahme beenden. Okay. Hinterwäldler, okay, Science-Fix schreibt auch nochmal. Dankeschön. Freiwillig schreibt auch Billy. Okay, danke, da weiß ich Bescheid. So, okay. Ich wollte jetzt Stealth-Billy spielen. Heißt, Kettensäge ist außerhalb... Kettensäge ist für Überlebende außerhalb des Terrorradios nicht zu hören und nach dem Kettensägensprint 2 Sekunden, ne, bin ich unentdeckbar.
als Addons. Ich glaube, bei Pop und wirklich Barbecue ist so ein Must-Have, sehe ich so als Hinterwäldler. Aber ich werde jetzt versuchen, mit Beobachten und Zuschlagen und vielleicht Tüftler da noch so ein bisschen mehr Stealth reinzubringen. Wobei, nee, nicht Beobachten und Zuschlagen. Ich werde jetzt... Ich bin am Überlegen. Ich wollte dieses eine Perk. Es passiert, wenn man nach einem Perk sucht, aber nicht den Namen gerade im Kopf hat. Hier, Pfad der Folter. Ich weiß, das beißt sich alles, weil die Addons machen mich eh schon still. Aber ich will es einfach mal mitnehmen. Ich meine, dann bin ich ja von Anfang bis Ende still. Also bin ich komplett still immer. Und Blutpunkte. So. Okay, Science Freak schreibt, ich muss jetzt los. Viel Spaß euch noch. Dankeschön. Und schön, dass du da warst, Science Freak. Dir noch einen schönen Abend, ne? So. Okay, ja. Probieren wir mal, ob das gut aufgeht, ne? Weil sollten wir wirklich so viel Stealth mitnehmen, wenn wir schon Stealth sind? Ich meine, die Säge ist ja schon Stealthy an sich, ne? Da gehe ich vielleicht doch lieber auf Verblüffen und Uneinigkeit. Nee, Uneinigkeit und Tüftler nehme ich lieber mit. Ich glaube, das ist vernünftig. Da mit Uneinigkeit und Tüftler bekomme ich immerhin noch mehr Informationen raus. Dass halt wirklich ich immer weiß, wo ich hin muss und die Leute nicht mit mir rechnen. So, RST. Ach, T kommt nach S, ja. Da, okay, perfekt. Probieren wir unser Glück. Mal sehen, ob wir mit dem Stealth-Billy gut durchkommen. Habe ich, glaube ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, habe ich noch nicht probiert. Erinnere ich mich nicht, zumindest nicht dran. So, Dean fragt, hi, habe ich viel verpasst? Ja, einige coole Runden, aber kein Problem, der Stream bleibt online zum Nachschauen. Falls du nachschauen magst, ne? Waren echt coole Runden dabei. So, okay. Versuchen wir unser Glück, ne? Als Stealth-Billy. Die Sache ist natürlich... Ja, wenn sie sich gut absprechen, kann das auch alles... Es kommt auch auf die Map drauf an. Ich hoffe einfach mal auf eine gute, offene Map. Das wär ein Träumchen. Wenn das jetzt irgendwie so Larrys ist, dann wäre es schon schwierig. Aber mal schauen, was es wird. Larry oder hier die Schule wäre auch nicht so optimal. Schniegel schreibt, hey, wollte fragen, was man machen kann, wenn man als Anfänger frustriert ist, da man nur gegen überlebende Killer gematcht wird, die viel höher im Rang sind und man kann auch kaum Perks am Anfang hat. Oh je, ich weiß nicht, am Anfang, ich weiß nicht, einfach die Runden nicht als Niederlagen sehen, sondern immer die versuchen, was zu lernen, immer eine Lektion mitzunehmen, ne? Die versuchen, Sachen besser zu machen, mit der Zeit wird das schon. Ansonsten hilft auch manchmal, zu einer anderen Tageszeit zu spielen, ne? Dass das Lobby-System dich da vielleicht besser matcht. Okay, widerliches Schlachthaus. Diesmal als Stealth-Billy. Wenn meine Kettensäge an ist, meine Kettensäge ist nur mein Terrorradius zu hören. Und nach 2 Sekunden Sprinten werde ich unentdeckbar. Okay, dort unten. Hallöchen. Sind die Leute? Eingesperrt. Zack. Sind ja alle, ne? Ah, ich dachte, sie weicht vielleicht nach links aus. Das ist nicht dein Ernst, Laurie. Doch, das ist dein Ernst. Und du kannst sehr viel Ernst haben. Sehr schön. Gut ausgewichen. Oh, das dürfte... Das war noch möglich? Okay, Respekt. Wirklich eine gute Blendung. Ich hätte nicht gedacht, dass sie das hinbekommt. Zack. Okay. Das ist natürlich jetzt richtig blöd, dass sie die Blendung hinbekommen hat. Hallo? Nicht schon wieder Kredit, oder? Irgendwie, wir haben Déjà-vu heute, ne? Ich schaue jetzt... Lori kann mich nicht blenden. Ich bin jetzt so krass in der Ecke drin, ne? Okay, aber hätte ich mehr aufpassen sollen, ne? Gerade weil ich ja auch wusste, dass da mehrere Leute sind. Zack. Da habe ich sie überrascht.
Ja, ich pop drauf. So. Okay, gehen die direkt retten? Hallöchen. Hä? Wo ist die, die gerettet hat, hin? Hä? Die kann doch nicht weg sein. Ich sehe mal nach da. Ich habe keinen Terrorradius, keine Kettensägengeräusche. Hallöchen, Lowy. Ich brauche gar nicht mit rotem Licht antäuschen, ich habe ja keins. So. Oh, ich dachte, sie denkt, ich mache andere Sachen. Hab ich dich? Sehr schön. Okay, du hast die Lampe. Das heißt, ich muss keine Angst haben. Aber die Angst ist dann nie weg, ne? Die Angst ist dann trotzdem noch da. So, ich hänge dich hier hin, dann haue ich dort auf den Generator Pop drauf und dann suche ich mir deine Freunde. Dorthin kommt Claudette hergelaufen. Hier sind noch mehr Rennspuren. Wird da schon gerettet? Nee, da ist nur der nächste Generator soweit, ne? Das gibt's hier nicht. Hab ich dich? Ich weiß ja, dass die Lowy auch noch hier ist. Yep. Die kann doch nicht... Wie schnell ist sie denn? Das gibt's doch nicht, Lowy. Okay, dann nehme ich jetzt dich mit. Und hänge die nach da. Okay, und die andere ist in der Zwaggelphase. Ist in die Zwaggelphase gekommen. Sehr schön. Das nimmt mir auf jeden Fall einiges an Ärger ab. Aber ich weiß, dass halt hier noch die Lowy irgendwie ist, ne? Leute, ihr habt's heute irgendwie mit den Ecken, ne? Hab ich dich. Und da wurde die Claudette wieder gerettet. So, Danny fragt, hey, ich bin schon von Anfang an dabei des Streams. Wie findest du das Outfit von Junjin, dieses blaue? Ich find's schick. Also, ich finde das wirklich ein cooles Outfit. Ah, meine Lieben, fast. Und sie ist einfach weiter. Hätte ich nicht gedacht, dass sie einfach weitergeht. Hallöchen. Ich hatte gehofft, dass du weiter rennst. Sehr gut. Hab ich dich. So, zack, zack. Du kommst mit. Und da an den Haken. Und tap. Dort hinten arbeiten mehrere. Okay, möge die Kettensäge sie überraschen. Komm schon! Stealth Billy. Komm schon, Stealth Billy, wollte ich sagen. Aber dann war da plötzlich, besser, ne? Stealthy, Stealthy. Ich weiß aber, dass hier mehrere sind. Dort hinten ist noch eine Yui. Zack, zack. Ah. Ich wusste nicht, wie weit die Yui weg ist. Aber anscheinend richtig weit. Mensch, Yui. Die ist über alle Berge. Und auch hinter einen... Wurf um, danke. Und auch hinter einen Heustapel. Das ist weg. Okay, wunderbar. Zack. Okay, Yui. Ab ins Feld rein. Weg von den Paletten. Die Palette ist zum Glück auch nicht mehr. Dort ganz hinten ist wieder ein Gen soweit. Ich habe kein rotes Licht, darf ich nicht vergessen.
Oh, wie konnte sie denn schon wieder so weit weg sein? Warte mal, sind jetzt alle Gens so weit? Ist jetzt gerade Tüftler doppelt getriggert? Schade. Zack. Du kommst direkt mit, dann hau ich dort Pop drauf. Ich muss hier für Rückschritt sorgen. Einmal. Boah, das ist einfach toll, dass sie mir jetzt gerade diesen Schlag geschenkt hat. Hier trete ich jetzt gegen. Okay. Wo ist sie? Claudette, nee. Also Claudette, langsam können wir wirklich ein Meme draus machen, hä? Das gibt's doch nicht. Schon wieder bin ich in irgendeiner Ecke sitzen, ne? Das ist halt echt... Wo bist du? Wo bist du hin? Hä? Ach hier. Hä? Ach hier. Okay, sie hat sich einfach nicht wegbewegt, ne? So, dann hänge ich die da und dann hau ich an den Gen einfach wieder Pop. Ein unendlicher Strudel des Pop-Ghost-Wiese kommt hier drauf. Die Heil... Oh, wieso sehe ich die dort unten? Hat die Objekt der Besessenheit? Hallöchen. Die Sache ist hart im Leben. Vergesse ich immer. Die Sache ist, sie hat halt gerade eben an einem Totem gearbeitet. Das heißt, selbst wenn sie einen Entscheidungsschlag hätte, wäre der jetzt weg. So, Danny fragt, ob wir eine Kanalmitgliedschaft haben. Nein, haben wir nicht. Haben wir noch nicht. So, Young schreibt, guten Abend Felix, Grüße aus der neuen Wohnung, Grüße zurück, schön, dass du da bist. So, zack. Mit Barbecue sehe ich niemanden, und doch, ich sehe jemanden. Das war knapper, als dir lieb war, hm? Einmal. So, wo lang? Hallöchen. Ist immer so unheimlich, wenn die Killer dann plötzlich durchs Fenster steigen. Weißt du, manchmal überleben da gar nicht, was abgeht. Geht mir auch so. Okay, perfekt. Da haben wir alle bekommen. Ich weiß gar nicht, ob der Stealth-Billy wirklich so stealthy war, wie wir uns das gewünscht haben. Aber ich denke, wir hatten unseren Spaß. Wunderbar. Okay. So, zack, zack. Schön. Henry schreibt, ich liebe deine Videos. Dankeschön. Ich hoffe, du liebst auch unsere Videos und auch Darius' Videos. So, Andreas schreibt, Felix, du spielst super. Grüße vom Wörthersee. Dankeschön. Grüße zurück. So, okay. Na schön. Wir haben gut gespielt und wir haben unsere Aufgabe geschafft. Was hätten wir mehr machen müssen? Verfolger. Wahrscheinlich, weil wir Claudette irgendwie 3-4 Mal in der Ecke gesägt haben, ne? Weil wir sie eingesperrt hatten. So, das waren meine Überlebenden. Haben gut gespielt. War eine spannende Runde, ne? So, okay. So, okay. Zweite Runde, Billy. Addons nehme ich kurz raus, dann zeige ich euch wieder meine hübsche Addon-Übersicht. Wo ist sie? Da ist sie. So, zack, zack. Okay, wir haben jetzt schon auch schon mit diesen beiden Addons jetzt gespielt. Das waren die beiden roten, ne? Diese Stealth-Billy-Addons waren, fand ich ziemlich cool. Ich würde jetzt mal mitnehmen, dass Paletten oder zerstörbare Wände halten deinem Kettensägen-Sprint nicht auf, aber du ziehst 5 Sekunden nach einer Zerstörung nur einen Gesundheitsstatus ab. Das heißt, ich säge einfach durch Paletten und Wände durch. Und wenn ich Überleben danach treffe innerhalb von diesen 5 Sekunden, dann werden die nur verletzt. Oder wenn sie schon verletzt sind, den Todesstatus gebracht, aber sie werden nicht direkt gedownt, wenn sie gesund sind. Ne? Das nehme ich mit. Und außerdem nehme ich mit. Was nehme ich noch Schönes mit? Es ist manchmal schwierig, sich ein cooles Addon hier rauszusuchen. Ich nehme noch mit, dass die Zeitstrafe, wenn ich gegen.
Weiß ich nicht. Ich würde mitnehmen. Oh, ist immer so schwierig. Was nehme ich jetzt am besten mit? Reduziert die Lautstärke der Kettensäge. Meine Kettensäge ist einfach ein bisschen leiser. Das nehmen wir mit. So, zack und zack. Okay. Das war einmal das. Upsi, da war es gerade. Und das hier, ne? Damit ist meine Kettensäge ein bisschen leiser und damit säge ich einfach weiter. So, ich würde. Was würde ich rausnehmen? Ich würde jetzt mal Uneinigkeit durch Verblüffen ersetzen. Und was nehme ich statt Tüftler mit? Sollte ich Tüftler vielleicht noch drinnen lassen? Ich lasse mal Tüftler drinnen. Ich nehmen. Ich glaube, ich bleibe erstmal dabei. Ich will das einfach mal ausprobieren, ob das ein guter Bild ist, weil an sich für viele Situationen was dabei. Man hat auch noch so ein bisschen Stealth und durch die leiserne Kettensäge könnte das schon ganz cool sein. Die Säge ist gut gegen Paletten, darum habe ich was gegen Fenster mit. Um da gegen alles vorbereitet zu sein. So. Norman schreibt, ich finde, man hat gemerkt, dass die Überlebenden erst, wenn überhaupt, spät weggerannt sind. Okay, gut. Manchmal bekommt man das gar nicht so richtig mit, weil Hinterwäldler ist ja auch bei normalen Überlebenden schnell da, aber ja. Ronja schreibt, ich habe gestern und heute die The Forest Let's Plays von euch geguckt und bin völlig angefixt. Na, coole Sache. Freut mich. Ja, verdammt, bei mir liegt ja auch noch die letzte Folge, die muss ich mal schneiden. Ja, ich muss mal die letzte Forest-Folge schneiden, dass das Projekt auch zum Ende kommt. Ich beeile mich, vielleicht noch, kannst du noch zu Ende schauen mit der letzten Folge. Ich habe das irgendwie ein bisschen vor mich hergeschoben, aber ja. So, Andreas fragt, was mein Lieblingskiller ist. Ich habe nicht wirklich einen Lieblingskiller, es gibt so viele Killer und ich spiele sehr viele durcheinander. Ich hab mal, früher war mal der Hinterwäldler mein Lieblingskiller, dann war mal die Krankenschwester mein Lieblingskiller, also meine Lieblingskillerin, also hab halt verschiedene, mal war es Gespenst, Lieblingskillerin, aber mittlerweile ist eigentlich, spiel ich all durcheinander. Wenn ich jetzt so ganz spontan sagen müsste, dann wahrscheinlich so Oni und Hexe finde ich ziemlich cool, einfach weil Hexe ein sehr, irgendwie ein sehr anderes Gameplay hat, was nochmal ganz anders ist und der Oni ist einfach, macht einfach Laune damit durch die Gegend zu rauschen. So, okay. Na, schauen wir mal. Ui, Ronja schreibt, ui, nein, ein Cliffhanger. Ja. Ja, ich war irgendwie, ich weiß nicht, warum ich es nicht gemacht habe. Ich muss mal machen. So, Grubenschacht mit dem lieben Billy. Mal sehen, wie wir uns schlagen und ob wir es hinbekommen. Wir haben mit dabei, dass wir durch Paletten oder Wände einfach durchsägen können. Das zum einen. Und zum anderen, dass unsere Kettensäge ein bisschen leiser ist. So. Einfach durchgesägt, ne? Und die Wand dachte sich nur noch so, was? Ich bin doch eigentlich. Oh, da waren Füßchen. Ah! Ich dachte, das andere Fenster. Yep. Hab ich ihr leider den schnellen Wort gegeben. Und wieder durch. Hier sind tausend, gefühlt tausend Fenster. Verblüffen. Zack. Ich habe ihr jetzt einfach den Schlag gegeben, weil im Zweifel ich hätte sie nicht gesägt bekommen. Sie läuft weiter. Ich mache jetzt gut Distanz. Das ist zu. Nee. Okay. Ich sag's wie es ist, ich war gerade sehr, sehr verwirrt. Hart im Nehmen, meine Liebe? Hast du es oder hast du es nicht? Anscheinend nicht. Okay. Tüftler, Tüftler, Tüftler. Tausend Sachen klingeln, ne? Die Jagd hat anscheinend länger gedauert, als ich es mir gewünscht hatte. Okay. Oh, was? Da waren zwei! Boah, Leute. Die haben sich gut aufgeteilt. Das ist halt das Gefährlichste. Nicht, wenn drei Leute an einem Gen sitzen. Nein. Wenn alle an verschiedenen Gens sitzen. Das ist gefährlich. So, die Nia, die lässt sich hier jetzt bei der Feng jagen. Ah, das war dumm. Ich hatte die Hoffnung, dass ich das vielleicht irgendwie hinbekomme. Zack.
Einmal drauf. Irgendwie werfen. Wieso hat mich das nicht gestunt? Naja, gut. Oh, Nia, meine Liebe. Und da wieder durch. Hier ist jetzt langsam nichts mehr. Nur noch das Fenster und die Palette natürlich. So. Ja, klappt nicht so. Nia fällt nicht drauf rein. Schade. Ich hatte irgendwie die Hoffnung, dass ich sie erschrecke und sie erwische. Nein! Oh, dass mich das. Das ist halt so komisch, dass diese ganzen Paletten mich nicht stunnen, ne? Warum? Ich hatte. Ach, Mann. Naja, gut. Es sollte nicht sein, sind wir ehrlich. Wäre schön gewesen, sollte es aber nicht sein. Das. Oh, ich könnte mir manchmal echt. Was könnte ich mir manchmal echt mich ärgern? So, das Gute ist aber. Habe ich dich? Palettentechnisch steht hier nicht mehr viel. Wir müssen jetzt irgendwie rausholen. Okay, ja, Freiwillig schreibt auch, dass mit den Paletten ist irgendwie verbuggt, ne? Ich dachte, sie hätten es irgendwie im letzten Patch behoben, aber. Merkwürdig, ne? Naja. So, und Chap. Ich sehe nur eine Person. Und hier sind Rennspuren nach dort oben. Oh, das war knapper als dir lieb war, ne, meine liebe Nia? Das war schon richtig unangenehm knapp. Yep, dachte ich mir. Ist dann mich? Schade. Schade. Ah, man merkt, ich versuche gerade zu viel. Ich glaube, ich sollte auch nicht unbedingt die Nia jagen. Ja, wieder durchs Fenster. Wir kennen es. Na, wirf um. Zack. Okay, na schön. Dich hängen wir noch da. Wir müssen hier die Generatoren, die hier in der Nähe sind, diese letzten drei Gens, sind zum Glück auch recht nah. Wenn wir die halten, wäre es ein Träumchen. Da hinten wurde nicht wirklich gearbeitet. Der ist schon wieder gut zurück. Ja, ich weiß, dass ich auch noch da bin. Das ist halt das Problem, wenn alle Gens irgendwie in der Nähe sind, ne? Ich bin noch. Ich gewöhne mich nicht dran, dass die Kettensäge einfach durchgeht, ne? Oh, hallo, Clutet. Okay. So. Hab ich dich? Wunderbar. Du kommst hier an unseren Lieblingshaken. Nia wurde geheilt oder hat sich geheilt? Ich sag ja, die sind hier noch alle. Der dort hinten, der bubbert nicht. Hier trete ich. Es bringt zwar nichts gegenzutreten, aber fürs Gefühl. Wir haben jetzt, denke ich, mit diesen letzten Gens sind wir so ein bisschen am Drücker. Warte mal, ist der weggelaufen? Nee, der ist hier. Das war. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, da hätte ich. Boah, hätte ich noch näher hinter ihn gemusst? Dafür, um einmal zu träumen? Jake? Ach. Irgendwie will es heute nicht. Säge und ich. Zumindest diese Runde, meine ich. Hab ich dich?
Niemand rettet. An dem Gen wurde gearbeitet. Da wurde gerettet. Super. Noch schön vor der Struggle-Phase. Hey! Das machst du nicht. Ah, oh, ich hab die ganze Zeit gedacht, dass der Gen nicht wirklich weit ist. Ich wollte irgendwie einen cooleren Bogen sägen. Hab aber irgendwie nicht den Bogen hinbekommen. Hab ich dich? Schöne Sache. Ziehe euch jetzt einmal Pop drauf, dann hänge ich Nia auf, dann habe ich nochmal. Ja, dann müssten sie erstmal anfassen, aber dann hätte ich es nochmal da. Uiuiui. Das ist eine stressige Runde, ich sag's wie es ist, ne? Jake wurde jetzt erst gerettet. Super, Nia hängt erst zum zweiten Mal. Ich brauche auch wirklich langsam einen Kill, ne? Ist hier jemand? Ja, hier ist tatsächlich jemand. Irgendwie. Füße, Claudette. Hallöchen. Was war das denn? Ich bin nicht mal in der Kurve gesägt. Ich glaube, das war nicht mehr als ein Versuch, ne? Hab ich dich? Da wurde gerettet. Kommt Claudette auf den Haken? In dem Gen wurde kaum gearbeitet. Die werden jetzt wahrscheinlich wieder dort links zu dem Gen gehen. Bleiben wahrscheinlich auch alle verletzt. Oh, der ist schon wieder so weit, ne? Oh nein! Das bringt mich um. Das war's. Daher, jetzt werde ich den Gen nicht mehr halten. Ja, Jake hat Atre. Allerdings sehe ich hier keinen... Doch, ich sehe einen Jake. Hart im Nehmen hat sie gezündet. Schön. Oh nein! Ich bin es nicht gewohnt. Beziehungsweise ich hätte vielleicht das Addon mitnehmen sollen, dass ich eine geringere Kollision habe. Vielleicht wäre das Addon gewesen. Yep. Zack. Okay, wie machen wir das jetzt am besten? Wir heben Jake schnell auf, hängen ihn schnell auf und dann sägen wir zum anderen Tor. Am anderen Tor ist wahrscheinlich schon Fang und hat es aufgemacht. Jake ist nicht tot, oder? Zack. Gut, hallo. Die wollte es nochmal wissen. Okay, sie läuft. Sie hat Hoffnung. Das musste ich machen. Ich habe nämlich... Ach man, ich hatte doch Füße gesehen. Ich war mir so sicher, dass jetzt die Rettung kommt. Das Tor ist noch zu. Konnte ich die Rettung... Ich glaube, ich habe die Rettung vermasselt. Zwei Leute sind hier. Na los, raus mit dir. Fang will nicht. Fang will nicht. Fang denkt, Claudette lebt noch hier irgendwo. Dass Claudette noch wild ist und hier draußen mit den Wölfen heult. Ich denke mal, Claudette heult mit der Falltür. Nee, die ist schon raus. Okay, Überleben haben sehr gut gespielt, ne? War eine spannende Runde. Ich glaube... Ich hätte mich mehr auf das Addon einstellen sollen. Ich habe irgendwie... Ich habe es nicht einmal hinbekommen. Ich glaube, ich habe auch mal ein Video aufgenommen, wo ich es gut mit dem Addon hinbekommen habe. Da war ich richtig froh. Aber die Runde war irgendwie nicht so gut mit dem Addon. Aber hey, solche Runden gibt es halt, ne? Die Überleben haben aber auch sehr gut gespielt. Good game. Well played. So, wir haben sogar unsere Aufgabe geschafft. Was auch immer die Aufgabe war. Ich hoffe, ich hatte eine Aufgabe mit. So. Okay, ich schau mal, was ich für eine Aufgabe hatte oder hab. Ach, ich hatte immer noch, die hatte ich doch. Ich muss mal neue Aufgaben mitnehmen. Überlebenden Kellerhaken oder Krapschen? Nehmen wir Krapschen. Nehmen Fallensteller jetzt mit, denn wir haben ja jetzt zwei Runden Hinterwäldler gerade gehabt.
So, da ist er wieder. Der Fallensteller. Okay, ich mache wieder die Addon-Übersicht auf. So. Okay. Und zack. So. Ich würde jetzt auf jeden Fall, ein Addon ist besetzt, ne? Ich muss jetzt hier wieder mit mehr Fallen spielen. Das macht einfach mehr Spaß. Ich glaube, ich nehme jetzt noch so ein Addon mit, dass die Fallen deutlich dunkler sind. Dann nehme ich dieses lilane Addon mit und dieses grüne. Ich glaube, das sind auch nochmal ganz gute. Ne? Beim Fallensteller ist halt das Blöde. Er macht halt nicht so viel Spaß, wenn man nicht zwei Fallen tragen kann. Daher ist halt leider ein Addon-Platz irgendwie belegt, ne? Naja, aber wir probieren mal dunkle Fallen. Hoffentlich bekommen wir eine gute Map. Das kann nämlich auch sehr lustig sein. So. Okay, das und das. Ich mache schon mal bereit. Tausche meine Perks aus. Hier nehme ich stattdessen Ich bin ganz Ohr mit. Wobei, nee, ich wollte ja mal Ruin und Sterblich mitnehmen. So, statt... wobei, es passt halt nicht so. Feinstelle ist halt nicht so... lenkt die Leute nicht so gut von den Totems weg, ne? Ich nehme mal Ich bin ganz Ohr mit und hier nehme ich Pfad der Folter mit und spiele damit vielleicht ein bisschen Stealthy. Ich bin mal gespannt. So. Okay, Nina fragt, könnt ihr mal einen Mori-Stream machen? Also, dass ihr alle nur zweimal aufhängt oder statt der letzte Haken ihr nur Mori benutzt. Ah, Feinstelle und Hinterwäldler, eignet sich das nicht so? Ich weiß nicht. Ich glaube, nur so Mori... Da müsste schon irgendwie mehr sein in so einem Stream, aber ich behalte es im Hinterkopf, dass du gerne mal wieder Mori sehen möchtest. Vielleicht mal wieder in einem Video. So, Queen Dragon schreibt richtig Bäume, die natürlichen Feinde eines jeden Hibilis. Naja, nicht der guten, ne? Ich habe halt wirklich die Runde einiges verhauen, die letzte, aber naja, aus der Runde kann ich mitnehmen. Nicht mehr verhauen, Felix. Ruhig bleiben. So, okay. Hanni legt vor, nimm doch mal Kupi mit. Hatte ich schon. Ich glaube, in der allerersten Runde hatte ich Kupi mit dabei. Und das war schon ziemlich cool. So, Don schreibt und dann kommt Ormond. Ah, auch in Ormond. Aber das stimmt schon. Schlimmer wäre sowas wie Hawkins oder... Ja, Hawkins wäre schon blöd, aber mal schauen. Weil auf Hawkins sind halt Fallen allgemein schwierig zu setzen. Da kriegt man die eher so in diese Durchgänge, die so ein bisschen steinig sind, aber... Naja, da gibt's halt auch kein Gras, ne? Auf Larrys gibt's ja immerhin noch Gras. Wo man dann schön die Fallen drinne platzieren kann. Upsi. So, ich trinke gerade einen Schluck, auch ihr zu Hause. Vergesst nicht, Wasser trinken, wichtig. Ihr müsst immer schön einen Schluck trinken. Man vergisst es manchmal. Ich meine, ich rede viel, da merke ich's, aber ihr schaut auch viel zu. Da braucht ihr auch mal Wasser, ne? So, Schattenschulze schreibt, mit beiden Beute-Addons hat man, glaube ich, 5 Fallen. Das ist natürlich ordentlich, ne? 5 Fallen ist schon ein bisschen, ist nicht vielleicht ein bisschen Overkill? Wie kann man ja kaum aufsammeln? Naja, ich glaube, solche Addons eignen sich eher so, wenn man so böse auf dem Keller spielt, ne? So, verfallener Kuhstall. Oh, das ist eine recht große Map für einen Fallensteller. Mal schauen, wie wir es hinbekommen. Ich spiele mit 2 Addons. Einmal, dass meine Fallen deutlich dunkler sind. Das ist das grüne Addon. Und außerdem, dass ich mit 2 zusätzlichen Fallen starte und 2 zusätzliche Fallen tragen kann. Das ist der lilane Fallenlegersack. So, und ich fange direkt an, erstmal mein Schlachtfeld vorzubereiten. Ich habe jetzt irgendwie, ich glaube, so die letzten Runden immer so ein bisschen einen Fehler gemacht, mich dann auf zu schnelle Jagden einzulassen. Es gibt's da nicht. Hier ist auch schon wieder jemand. Ne Mac. Ich gebe der Mac nur einen mit, dann gehe ich weg. Wo lang läufst du? Okay, die Falle dort kann ich noch mitnehmen, ne? Zack, zack. Okay, wir haben eine Palette raus und eine Falle nehmen wir mit. Okay, dann lege ich hier mal noch eine hin. Hier so an der hinteren Ecke. Wenn sie hier loopen, laufen sie da vielleicht rein. Okay. Fallen legen. Das ist das Wichtigste. Wie, die 3 Gens sind blockiert. Irgendwie sind die Gens super weit auseinander. Die Mac wurde geheilt. Dort ganz hinten sind 2 Leute. Ich nehme diese Falle mit. Hat er sich hier hinter
Dort hatte sich jemand versteckt. Hallo, Chap. Zack. Okay, das ist schön. Der läuft in die Richtung, wo ich schon ein, zwei Fallen gelegt habe. Hallöchen, Chap. Hier ist keine Palette, oder? Hier ist eine Palette. So, er geht auch weiter direkt. Das macht er auch gut so. Na, was? Du bist nicht durch die Falle gelaufen? Und ich hänge jetzt an der Mac fest. Ich glaub's nicht, Mac. Das gibt's doch nicht. Okay, Tap. Hab ich dich. Der hat Flink. Der wollte einfach nur schnell wegkommen. Darum ist Flink manchmal wirklich ein zweischneidiges Schwert. Man kann es halt nicht so 100% entscheiden, wenn man es triggert, ne? Manchmal wird man halt über irgendwas drüber gejagt und dann muss man es zünden. Die beiden Gens haben sie hier direkt bei mir gemacht. Okay, das ist natürlich nicht so optimal. Das gibt's doch nicht, ich höre Schritte. Zack, Dankeschön, ja, danke. Die Falle war doch nicht so schlecht. Aber warum? Okay, da kommt die Rettung. Nicht. Das gibt's doch nicht. Die hat ständige Umgehung, ne? Zack. Dort hinten kommt ein Schweit an. Eins, zwei. Umgucken. Hallo, Schweit. Schade. Einmal. Ja, komm, komm doch. Da wurde gerettet, sehr schön. Einmal, zack. Die gehen jetzt direkt zu Nia. Werden sie aufheben. Nia ist nicht recovered, die ist halt so weit gekrochen, ne? Okay. Einmal. Tap. Heilruhig, heilruhig, heilruhig. Okay, da vorne läufst du. Ah, ich slage so viel. Ich weiß nicht, aber irgendwie hatte ich dann so das Gefühl, ich will jetzt einen Sack zumachen. Ich weiß nicht warum ich plötzlich dieses Bedürfnis hatte, alle zu töten. Es war einfach da, dieses Verlangen. So. Ja, hat ja geklappt, ne? Irgendwie war ich hingerissen. Aber es hat sich auch so gut angeboten. Es hat sich so gut angeboten. Weil die alle die Gens hier gemacht haben und direkt nah waren, ne? Upsi. So. Ich denke mal, Nia und Dwight sind über drei Berge. Nia weiß ich, dass die in die Richtung gekrochen ist, also wahrscheinlich da unten. Freifrich schreibt, es ist einfach passiert. Ja. Ich konnte mich nicht dagegen wehren. Hallo, Nia? Boah, wenn die Nia hat, die ist ja schon ein bisschen recovered. Ne, die hat ja vorhin ein bisschen gewickelt, aber der Haken hier ist zu nah. Die Sache ist, ich habe halt auch da die Mac gesehen, ne? Vielleicht hat die Nia Befreiung. Ich gehe mal weg. Vielleicht hat Nia ja Glück. Nia hat kein Glück. Ach, wie schön. Warte mal, ich bin noch nicht verrückt. Ja, bin ich nicht. Hallo, Twilight. Puh, so, okay, na schön. Da haben wir alle bekommen. Alex schreibt, viele unterscheiden den Trapper. Viele unterschätzen den Trapper. Heute hatte heute auch ein Easy Game, wo ich in ein paar Minuten alle geholt habe. Was? Oh! Da liegt man so beide Hände, ne? Verkreuzt man so beide Hände und dann springt er plötzlich hier vom Haken an. Eieiei. Okay, wenn die Falke hier spawnt, gebe ich sie ihm. Okay. Sorry, Troy. Naja, ich habe ja jetzt gerade nicht viel mit den Fallen gemacht. Das war irgendwie dann plötzlich das normale Killerspielen, sage ich mal. Die Überlebenden haben halt irgendwie sehr aggressiv dann gespielt und ich habe dann plötzlich alle gesehen. Das ist halt die Gefahr. Wenn du retten gehen möchtest, sorg dafür, dass der Killer dich nicht sieht.
versucht das vorsichtig zu machen, weil ihr habt ja gesehen, ne? Es kann halt wirklich mal so schnell gehen und dann fühlt sich der Killer hingerissen, macht zwar nur einen Black Pip, aber die Runde ist schnell vorbei. Okay, naja, passiert, ne? So. Andreas schreibt Felix im Blutrausch. Ja, war wirklich ein bisschen Blutrausch gerade, ne? Naja. Verfolger, wir haben nicht so viel gejagt. Naja, ging halt alles schnell zu Ende, hatten auch nicht viele Jagden, ne? Na gut. Oh, der hat auch eine blutige Pfahl in die Luftschlange gelegt. Es tut mir leid. Das war echt Pech. Naja. So, Alex schreibt, nice, der hat seine 4% genutzt. Ja, das stimmt. Hat er halt echt Pech, ne? Man springt halt gefühlt immer dann vom Haken ab, wenn der Killer halt, ne, wenn es eigentlich Quatsch ist, vom Haken zu springen, beziehungsweise wenn der Killer halt direkt vor einem steht. Das ist immer so irgendwie so ein, sag ich mal, Pech-Syndrom, sag ich mal. So, okay, neue Addons. Wir hatten gerade eben die dunklen Fallen mit. Ich würde jetzt bei einem dieser Mehrfall-Addons bleiben und jetzt einfach mal so eins mitnehmen. Wenn eine Bärenfalle entschärft wird, wird der Überlebende verletzt und verlängert die Zeit zum Entschärfen von Bärenfallen. Ich nehme jetzt mal die blutige Schraubfeder mit und dazu hier noch so eine Tasche, ne? Ich glaube, damit sind wir auf der guten Seite. Das wird, denke ich, gut. So, nehmen wir wieder. Ja, komm. Wenn schon, denn schon. So, ich mach bereit. Ich nutze die gleichen Perks, weil von den Perks, sind wir ehrlich, haben wir nicht viel gesehen, ne? Vielleicht nehme ich... Ja, nee, ich bleib dabei. War eine gute Runde. So. Chris schreibt, Feinsteller ist ja mein absoluter Hasskiller. Ich finde sein Design zwar ganz cool und es macht auch eigentlich Spaß, ihn zu spielen, aber gegen ihn, puh, das hasse ich. Ich laufe in jede Falle. Trotzdem freue ich mich wieder über die tolle Addon-Übersicht. In der einen von 300 Runden, den ich Feinsteller spiele, für eine Daily spiele, ist die sicherlich hilfreich. Na gerne, freut mich. Ja, ich finde Feinsteller ganz cool. Der ist halt irgendwie... Ja, man kann halt echt Pech haben und er kann der schwächste Killer im ganzen Spiel sein. Okay, wir disponieren um. Wir disponieren mal schnell um und nehmen Franklins mit. Und statt dem nehmen wir Horta mit. Horta, okay. So, damit gehen wir rein. Fühle ich mich irgendwie wohler gegen so viele Taschenlampen, ne? Ich nehme mal noch eine andere Maske mit. Ach, die Maske ist schick. Und so eine Oberteil und mal eine neue Waffe, damit da auch ein bisschen Varianz ist. Die Machete. So, mal schauen, ne? Drei Taschenlampen. Ei, meine armen Augen, ne? So, aber ich finde halt Fallstelle ganz cool, wenn halt so eine gute Falle aufgeht, ne? Das ist einfach was Tolles. Oder wenn mehrere Leute in mehrere Fallen laufen gleichzeitig. Passiert zwar nur einmal alle 100 Jahre, aber das ist auch was Tolles, ne? Aber ja, ich kann verstehen, Feinsteller gegen Feinsteller selber zu spielen, ist manchmal sehr riskant, ne? So, Mr. Stein schreibt, ich bin selber kein Fan vom Feinsteller. Aber ich finde ihn halt, wie gesagt, ganz cool. Freiburger schreibt, die Perks lasse ich mal drin, weil von denen haben wir ja so gut wie nichts gesehen. Felix, 2020 und änderte fast alles. Ja, aber da waren drei Taschenlampen, da wollte ich hier direkt hier Franklins und Horta mitnehmen, ne? Muss man ja schon mal ausnutzen, wenn so viele Taschenlampen da sind. So, Alex schreibt, die Klicky-Klick-Gang ist von Vorteil, die machen keine Gens, die versuchen nur zu safen. Ja, aber die können meistens auch gut spielen und halten da Jagd lange durch, ne? Und, ja, mal schauen. So, Tal der Qual mit dem Fallensteller. Wir haben mit, dass wir mehr Fallen legen können und außerdem, dass wenn die Überlebenden meine Fallen entschärfen, dann werden sie verletzt. Also die blutige Schraubfeder und den Fallenlegersack. Und wir fangen direkt an und haben auch jemanden mit Objekt der Besessenheit dabei. Das ist nicht toll. Okay. Mir war... Oh, ich bin... Zack, gib die Taschenlampe her. Ich konnte halt... Ja, und die entschärfen direkt. Aber das ist gut, dass die Fallen, dass die Fallen sehen und entschärfen. Über. Hart im Nehmen, hart im Nehmen. Jep. Durch mich durchgehart im Nehmen. Aber zum Glück habe ich dich. Jep, dachte ich mir, dass du aus deiner Reserve kommst. Hart im Nehmen, hart im Nehmen. Jep, dachte ich mir. Lass die bitte liegen.
Wir wollen doch niemanden hier verletzen und seien es auch nur meine Gefühle, ne? Ich wusste es, dass Frontal hier kommt. Und dahinter kam noch eine Taschenlampe. Boah, Junge, du solltest jetzt wirklich dich verstecken, dein halbes Team liegt, ne? Ist kein Junge, Verzeihung. Kate! Der Dwight ist aufgestanden. Zack. Okay, komm mit. Und hepp. Der andere Dwight wurde auch aufgehoben. Und ist in irgendjemand... Nee, irgendjemand... Ach, der hat seine Taschenlampe wieder mitgenommen. Okay. Ja, klicki klick, ich weiß. Ja, du kannst auch. Aber du kannst jetzt nicht mehr. Hat im Nehmen. Tot. Schnell in irgendeine Richtung gucken, wo niemand ist. Ja, schaffst du nicht, ha? Ja, klick, klick, klick. Wieder Versuch. Ja. Die setze ich mal schnell. Der heilt sich immer mal. Denkst, ich sehe das nicht, Bill? Jetzt bist du aber zu nah dran. Tot. Und wisst ihr was, wer jetzt wieder zu seiner Taschenlampe läuft? Nee, macht sie nicht. Okay. Gut, Kate. Lammeangriff! Ich wusste es doch. Und die hat sich ihre Taschenlampe mitgenommen. Mensch, Leute. Zack. Nur ein Tap. Und jetzt kann ich dich aufnehmen. Und niemand kann die Palette umwerfen. Na, läufst du von mir rum? Ah, läufst da lang, okay. Und zack. So, da wurde gerettet. Mit oder ohne geliehene Zeit. Tankt sehr schön. Hier ist zum Glück nur ein Fenster. So, meine Liebe. Okay, und nochmal durch. Schön gemacht. Ich bin voll drauf reingefallen auf dieses hart im Nehmen. Aber hier ist eine Falle. Komm mit. Liegt ihre Falle jetzt direkt bei der... ihr Taschenlampe liegt direkt bei der Falle, ne? Ach, wie schön. So, Mr. Stein schreibt, das Problem bei solchen Überlebenden ist, dass sie nie Gens machen. Aber ich glaube, so langsam merken sie es. Einen haben sie jetzt. So langsam merken sie, denke ich, dass... das eine gute Idee gewesen wäre. Sie lässt sich direkt sterben, okay. Hallöchen, Bill. Jetzt musst du werfen. Wunderbar. So. Hallo? Du musst jetzt auch die Palette werfen. Ja, machst du. Das hat er gehört. Das hat ihn weggescheucht. Okay, wir haben Bill weiter. Ah, okay. Was war? Vor allem, ich drehe hier Pirouetten. Schöner als eine Ballerina, ne? Ah, ja. Schade. Zack. Hab ich dich. Wusste doch, was du vorhast. Komm mit. Das wird keine Blendung für euch. Den hänge ich da an, dann hau ich da Pop drauf. Okay, sie machen jetzt trotzdem... Jetzt sind sie aufgewacht, jetzt machen sie Gens. Zack. Und Bill ist auch schon tot. So, dort hinten ist Dwight.
Hier habe ich schneller Pop drauf. Okay. Vor allem, meine armen Fallen, die wurden jetzt auch nicht viel gelegt, ne? Da hinten kracht's. So, mein Lieber, du musst mich jetzt ein Weilchen hinhalten. Damit das noch was für euch wird. Hat geklappt. Ja, der sieht mich. Das Gute, die Sache ist, er wird jetzt wieder zur Palette laufen und wird schön mir zeigen, dass er hart im Nehmen hat. Oder? Nee, ab durchs Fenster. Jetzt wird er... Nee, wird nicht sein hart im Nehmen zünden. Gut, Schweit, ich baue nur Blutlust auf, ne? Das wird nur schwieriger für dich. Ja, jetzt hat er sein hart im Nehmen gezündet. Und läuft aber immer noch hier rum. So, und jetzt hast du kein hart im Nehmen mehr und musst zur nächsten Palette. Und ich bin so schnell. Ich bin verdammter Zug. Schau mich an. Chu-chu! So, okay. Komm mit. Ich meine, die Sache ist, ich brauche mich nicht beschweren, dass die hier mit Taschenlampen kommen. Ist ja eigentlich ganz lustig. Und ich habe ja auch, sehr, sehr krasse Addons dabei, ne? Es wäre jetzt... Oh, und dort hinten haben wir den letzten. So. Hat er in seinen Händen noch eine Taschenlampe? Ich denke schon. Ich denke, ich sehe dort Gefahrengut. Und Dwight denkt sich, ich finde die Gefahr nicht so gut. Hart im Nehmen, hart im Nehmen. Nee, nur lustige Kreise. Na schön. Also, wenn ihr eine Taschenlampengruppe seht, dann wisst ihr, was ihr mitnehmen sollt. Franklins und Water oder Lichtgeborener, irgendwie sowas, ne? Dann läuft das schon. So, und zack. Wunderbar. Ja, Chu-Chu, genau. Der Todeszug ist da. Okay. Ronja schreibt, I choose you. Ja, das war schon ganz lustig, ne? So. Naja, aber die Überlebenden hatten hoffentlich auch ihren Spaß, ne? Zumindest hatten sie keine Taschenlampen mehr nach der Runde. Good game. So, sie wollten aber wirklich unbedingt hier auf Haddonfield kommen, ne? Das war so ihre Bestimmung. Naja, sie hatten wenigstens ein paar mehr Blutpunkte, ne? Da können sie sich gleich neue Taschenlampen kaufen. Okay. Don fragt, von wem ist denn das andere per Quarter? Das ist von den Zwillingen. So, ja, jetzt kommt eine Runde Hinterwäldler. Ich glaube, das wird auch die letzte Runde für heute, die jetzt mit dem Hinterwäldler kommt. Welches Outfit hatten wir heute noch nicht? Ich glaube, wir hatten heute noch nicht den Wildhüter. Den Wildhüter mit den Häschenbeinen. So, okay. Welche Addons nehme ich mit? Nicht mehr diese Ketten, die waren nicht so toll. Ich schau mal ganz kurz in meine schöne, schlaue Addon-Übersicht. Die mache ich euch auch gleich auf. So, Bildschirmaufnahme. Okay, wir hatten beim letzten Mal ja diese Lopro-Ketten mit, ne? Dass wir durch Paletten durchsägen, aber das hat mich mehr verwirrt, als es mir Nutzen gemacht hat. Wir hatten reduzierte Lautstärke. Ich würde jetzt einfach mal diese Schuhe mitnehmen, die meiner Kettensäge eine verbesserte Steuerung geben. Und außerdem das gelbe Addon hier, das die Geschwindigkeit des Kettensägensprints erhöht, aber auch die Aufladezeit der Kettensäge. Das heißt, ich brauche ein bisschen länger, um aufzuladen, bin aber ein Speed-Dämon. Mal sehen, ob das aufgeht. Das ist zumindest jetzt der Plan. Wo muss ich klicken? Da, zack, zack. Okay. So. Kennt ihr das? Ihr habt gerade was Cooles gezeigt und dann wieder direkt vergessen, wie die Addons aussahen. Einmal die Todeskrawonen für den Speed und dann wollten wir noch die Füßchen mitnehmen. So. Ich glaube, Verblüffen nehme ich da noch raus. Mal schauen. So, Mr. Stein schlägt vor, dass Addon, dass man die Kettensäge nur im Herzschlag hört. Das hatte ich vorhin schon. So ein Stealth-Biddy. Ich glaube, ich gehe jetzt mal wirklich... Ich versuche jetzt mal ein Totem-Bild, ne? Mag ich zwar eigentlich nicht so, sich so auf Totems zu verlassen, aber
Dann seht ihr wenigstens heute mal was anderes außer Pop Goes to Weasel die ganze Zeit, ne? So, okay. So, Jay-Z schlägt einen ganzen Perk-Bild vor. Im Zweifel Perk-Vorschläge könnt ihr unter Videos posten. Dann packe ich die auf die Liste. Für Killer spiele ich aber Perk-Wünsche sehr selten. Also müsst ihr dann noch länger warten. Aber ich nehme sie auf die Liste, wenn ihr die da unter Videos schreibt, ne? Falls ihr unbedingt mal ein Killer-Bild sehen wollt. So. Schauen wir mal, wie wir uns schlagen. Wenigstens freuen sie sich, dass sie alle Punkte bekommen, zusätzliche, ne? Wir haben heute ordentlich ausgeteilt, die Blutpunkte. Young schlägt vor, zum Abschluss ein Muri. Ah, ist leider zu spät. Leider zu spät. Aber die Blutpunkte, ne? Die sind ja auch was Feines. Dankeschön, Kariat und Lukas übrigens fürs Posten der Addon-Übersicht, ne? Das ist sehr nett. So. Schauen wir mal. Freifrei schreibt, mal sehen, ob die gleich flamen. Achso, aus der vorhergehenden Runde im Chat. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, die haben sich einfach gefreut, dass es mal eine spannende Runde war, ne? So. Chris schreibt richtig, Felix, ein Spindierfuchs. Ja, ja, ich habe heute die Spindierhosen an. So, okay. Mal sehen. Ich bin mal gespannt, wie wir uns schlagen. Ich glaube gerade dieses Addon, dass die Aufladezeit erhöht, das könnte schwierig werden. Weil dann ist wieder anderes Timing mit der Säge und alles. Aber mal schauen. Wir schlagen uns durch, denke ich. So. Okay. Was hatten wir eigentlich noch als Addon mit, ne? Kennt ihr das? Ach ja, die verbesserte Steuerung. Darauf freue ich mich. Ich weiß nicht, ob die beiden Schuhe-Addons, die Steuerung verbessern, ob die sich stacken. Ich hoffe mal. Also, das weiß ich nicht. Wäre mal interessant zu wissen. Dann könnte man vielleicht noch mehr um Ecken kommen, ne? So, irgendwie Ladebalken. Der möchte sich heute von seiner besten Seite zeigen. Und zwar sehr lange. Komm schon, Runde, geh los. Ich weiß nicht. Hinterwäldler, finde ich, ist ein cooler Killer. Aber die Überhitzungsmechanik seiner Säge, warum ist die da? Irgendwie, ich weiß nicht, man wünscht sich so die Überhitzungsmechanik wieder weg, weil sie bringt irgendwie nichts. Gut, meine Säge war nicht überhitzt heute, aber naja, warum sollte es überhaupt so eine, naja, Mechanik geben, wenn man die kaum nutzt? Oder wenn die kaum, aber zum Glück kommt sie auch kaum zum Tragen, ich bin da uneins. Naja, Azeroths Ruhestätte, ne? Wir haben zwei Addons mit, einmal, dass die Kettensäge schneller ist, dafür aber auch länger brauchen, um aufzuladen. Und außerdem, dass der Kettensägen-Sprint besser zu steuern ist. Und ihr seht schon, ich wollte gerade sagen, wir schlagen hier Pirouetten wie ein Meister. Und ganz hinten ist jemand in der Nähe von einem normalen Totem, daher sehe ich die Aura. Oh! Es ist mir schon fast zu schnell, ne? Hallöchen. Hier war jemand. Sie haben unsterblich zerstört. Ruin steht noch. Das ist natürlich so die Sache bei Totems. Die gehen halt auch schnell weg. Was? Du bist nicht drauf reingefallen. Okay, ich muss sagen, dieser Superspeed, der verwirrt mich mehr, als dass er mir Nutzen bringt. Gerade. Das ist irgendwie sehr, sehr schnell. Und das zweite Totem wurde zerstört. Ne? Das meine ich halt bei Totems. Und sie kommt wieder durch. Oh, jui. Tu mir das nicht an. Nicht am Anfang der Runde. Wunderbar. So, was machen wir eigentlich? Ne? Wir jagen hier eine Yui am anderen Ende der Map, ne? Zack, zack. War hier nicht auch noch eine Nia vorhin? Okay, die Sache ist... Oh ja, Tüftler. Ich bin jetzt ein Billy und habe nur noch Tüftler und Barbecue, ne? Oh, ich glaube, ich hätte da fast jemanden erwischt. Diese Säge ist viel zu schnell für mich. Ich krieg's nicht so ganz gebacken. Hallöchen, Sprintboost war das. Auch von der Yui. Oh, das war irgendwie ein Lag. Tut mir schon fast leid für dich, aber ihr habt beide Totems zerstört, dann nehme ich, was ich kriege.
Okay, hier oben weg. Boah, das ist halt so komisch. Eigentlich würde mich das ganze Zeug schon längst stunnen. Hallo? Da ist eine Cheryl. Okay. Ich bin schneller als das Licht. Hat geklappt. Man muss nur dran glauben. Und wenn man das dann glaubhaft sagt, dann funktioniert das auch. Ach, komm schon. Ich nehme mir jetzt die Cheryl mit. Die wird den Jandot hinter mir machen. Okay. Notiz an mich. Die Yuis spielen sehr gut. Die sollte ich nicht jagen. Der Felix hier, der gibt aber sein Bestes, ne? Oh, ich war so schnell. Ich habe auch nicht mitgerechnet, Felix. Ah, so krasse Kurven kann man dann ja doch nicht machen, ne? Das gibt's ja nicht, ne? Die verdammte Cheryl. Sie gut gemacht. Ah, das ist doch schön, wenn man so gutes Teamwork sieht, ne? Ich habe aber jetzt auch mehrfach die Säge nach dem Felix verhauen. Naja. Kriegst du den Baumstamm? Nee, aber ich krieg auch nicht den Stun. Wir beide kriegen nicht das Holz, das wir verdient haben. Schade, ne? Jetzt kriegst du ein bisschen Holz. Was? Hab ich dich? So. Diese Ungerechtigkeit wollten wir mal schnell aus der Welt nehmen. Jetzt haben wir beide Holz bekommen. Okay. Die Sache ist, ich habe halt kein Pop, kein Ruin, ne? Bin halt so ein bisschen ausgeliefert. Aber wir kriegen es vielleicht noch hin. Zack. Niemand sehe ich mit Barbecue. Sind wieder alle in der Nähe? Ja. Da unten ist Cheryl. Die will an ihren Supergen zurück, ne? Hab ich dich? Aber Cheryl vergisst, dass ich schneller als der Wind bin mit der Säge. So, Chris schreibt, ich habe gerade gegoogelt und die Steuerung-Addons sind stapelbar. Ah, cool. Danke für die Info. Das wusste ich gar nicht. Eine gute Info. Boah, dieses Speed-Addon. Ich glaube, wenn man wirklich dran gewöhnt ist, weiß ich nicht, würde ich nicht empfehlen. Ist ein bisschen sehr schnell. Hallo? Felix, dich jage ich jetzt. Dankeschön, komm mit. Dadurch, dass er gerettet hat, hat er auch keinen Entscheidungsschlag, falls er überhaupt einen gehabt hätte. Aber ich weiß gar nicht, ob Felix überhaupt mal hing, ne? So, und hepp. Zack. Wo sind deine Freunde? Alle nah, okay. Uiui. Jetzt hole ich mir dich. Hart im Nehmen, hart im Nehmen. Zack. Ich denke mal, Yui hat den Generator angefasst. So, Freifrei schreibt, Mensch, Felix, der Baum hat dir nichts getan. Ja, ja, es ist die Kettensäge. Die Kettensäge ist wild, das bin nicht ich. Boah, gefühlt in 2 Sekunden bin ich da. Zack. Ich muss zurückgehen zu dem Gen. Okay, Hallöchen. Zack.
Den muss ich runtertreten. Den dort hinten habe ich schon verloren. Ich muss jetzt den hier halten. Entscheidungsschlag oder nicht? Yep. Okay. Der geht zum Glück langsam zurück. Die werden den Gen dort unten gleich haben. So, mein Lieber. Habe ich dich. Sie haben den Gen geschafft. Heißt, ich habe ein kleines Zeitfenster, wenn ich wirklich 3 Leute noch bekommen möchte aus der Runde. Ich muss ihn jetzt schnell aufhängen. Ich glaube, er ist tot. Und mir dann jemanden holen. Und dann hätte ich 3 Kills. Am besten. Zack. Und es läuft sogar die Verletzte hin. Zu dem Gen. Ich habe Super Speed, ne? Ich bin schneller als der Wind. Ich höre nicht mal das vom Wind an meinen Ohren, weil ich so schnell bin. Ich bin so schnell wie der Schall. Schneller als der Schall. Und ich bin aber auch super motiviert und versuche Sachen, die niemals klappen. Yep. Verdammte Axt, die hat mich gelesen wie ein Buch. Letzter Gen durch. Zack. Ich hätte nicht gedacht, dass sie das nochmal macht. Schrottlaube. Hat im Nehmen. Nee, hab ich dich. Okay, wunderbar. Wo kommst du hin? Hier direkt an den Haken. Beide Tore sind hier auf der Seite. Das Tor ist schon auf 99. Andre Yui ist verletzt. Ja, die ist dort. Autsch. Und Befreiung. Gut, du hast nicht damit gerechnet, dass ich die Kettensäge da verhaue, ne? Schade. Yep. Da lang? Okay. Weißt du, wo die Falltür ist? Nee, aber die weiß, wo das Tor ist und hat bestimmt einen Entscheidungsschlag, ne? Ach, Yui, was machen wir nur mit dir? Hart im Nehmen. Zack. Okay. Die Überleben haben echt gut gespielt, ne? Na komm, du hast einen Entscheidungsschlag, hau raus. Ich meine, ihr habt's verdient. Ihr habt wirklich gut gespielt. Du hast keinen. Okay, dann habe ich gut gespielt und bekomme den Kill noch. Dann habe ich es verdient in dem Fall. Oh, aber irgendwie diese Schnelligkeit manchmal. Ich meine, ich wähle diese Addons aus, aber irgendwie rechne ich nicht mit diesem krassen Speed. Und das ist nur das Gelbe. Wenn man Gelb und Grün miteinander kombiniert, da braucht man zwar 3 Jahre, um die Kettensäge aufzuladen. Aber holla die Waldfee, ist das schnell. Zumindest kommt es mir wirklich gerade sehr schnell vor. Vielleicht ist es gar nicht so schnell und ich täusche mich nur. Aber hey, wir haben aus dieser Runde 3 Leute geholt, ne? Ich bin super zufrieden, ne? Wir haben zwar nur einen brutalen Killer, aber egal. So, schöne Sache. Wir haben sogar mal jemanden gekrapscht. Weiß ich gar nicht wen. Na, immerhin. Ach, aus dem Schrank vielleicht. Weil er wieder raus wollte, ne? So, good game, well played, ne? Also wirklich, ich glaube, gerade die beiden Yuis, die waren extrem gut. Die haben mir da wirklich einiges abverlangt, ne? Naja, meine Kettensäge konnte ich leider nicht so gut nutzen, ne? Die Todesgravuren, naja. Okay, er schreibt Programmer, oder sie schreibt, ne? Die Yui schreibt, ich war ein Programmer. Dankeschön. Thank you. You too. Und noch ein Herzchen. Denn falls er es nicht so gemeint hat, ist er jetzt peinlich berührt. Oder sie. Na gut, ja, das war aber die letzte Runde für heute. Ich hoffe, euch hat der Stream gefallen. Mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben mal einige coole Addons in Aktion gesehen. Das fand ich besonders cool. Ich glaube, ich fand so die Stealth-Addons vom Hinterwäldler cool. Gut, beim Fallensteller fand ich eigentlich jede Runde gut, in der ich mehr als eine Falle hatte. Ne? Die müssen das wirklich vielleicht mal zu Basekit machen, dass er 2 Fallen standardmäßig tragen kann.
Naja, na gut, ja. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Vielen lieben Dank auf jeden Fall an euch fürs fleißige Chatten. Ne? Hat wieder richtig viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank auch an alle, die den Stream geliked haben. Das ist sehr nett. Vielen Dank natürlich auch an die lieben Mods fürs fleißige Moderieren hier. Und ja, natürlich auch vielen lieben Dank an die Lurker, die im Stillen zugeschaut haben. War wieder ein Schmaus. Na gut, ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend und wir hören uns dann in den morgigen Videos wieder, ne? Na gut, dann euch allen noch einen schönen Abend, ne? Tschüss!